Antiquitatum Thesaurus. Antiquitatum Thesaurus, sehr verehrte liebe Damen und Herren, liebe Gäste, wird heute feierlich eröffnet. Ein Akademieprojekt zu den Antiken in den europäischen Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts wird in der BBAW eröffnet. Die BBAW ist heute als virtueller Raum zu erleben. Ich heiße Sie in diesem virtuellen Raum der BBAW sehr herzlich willkommen. Aufgrund der in Deutschland und in Berlin schon wieder sehr angespannten Pandemielage war es eine gute Idee von Frau Decultau, von Herrn Nesselrath und Herrn Pfisterer, diese Veranstaltung in den virtuellen Raum der BBAW zu legen, der damit von Halle und München bis nach Rom geht und natürlich sein Zentrum, lieber Herr Strauch, in Berlin hat. Ich möchte als Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften drei Gedanken diesem neuen Unternehmen, das in Wahrheit seine Arbeit schon begonnen hat, aber heute feierlich eröffnet wird, drei Gedanken diesem Unternehmen mitgeben. Und das tue ich, indem ich noch einmal ganz besonders herzlich die Projektleitenden Elisabeth Decultau, Arnold Nesselrath und Ulrich Pfisterer ganz herzlich grüße und namens der Mitarbeitenden, die unter uns sind, Herrn Strauch. Drei Gedanken möchte ich Ihnen als Präsident der BBAW mitgeben. Und der erste beginnt bei dem zweiten Wort des lateinischen Titels des Projektes, das wir heute eröffnen. Antiquitatum Thesaurus. Thesaurus, ein griechisches Fremdwort im Lateinischen, das vielerlei bedeuten kann, zwischen Lagerhaus und Schatzhaus. Ich werde nie vergessen, wenn ich an die Bedeutung Thesaurus Schatzhaus denke, ein Gespräch mit unserem Mitglied Luca Giuliani. Luca Giuliani hat mir, als ich einmal über Götterstandbilder in griechischen Tempeln gesprochen habe, gesagt, lieber Herr Markschies, lieber Christoph, das Bild vom griechischen Tempel, das du aus dem Luckenbachschen Atlas, das war der Atlas meiner Kinder- und Schultage, kennst, ist vollkommen falsch. Das ist kein langer Raum, an dessen Ende das Zeusbild des Phidias steht in Olympia, sondern das ist ein vollgestopftes Schatzhaus mit riesigen Regalen, in denen überquellende Mengen von Objekten stehen, das ganz schwer zu betreten ist, das ohnehin von den Menschen gar nicht betreten werden darf, die nichts mit dem Tempel zu tun haben, das aus der Ferne leuchtet bei geöffneten Türen und man sieht, wenn man von außen hineinguckt, die überquellenden Mengen von Gegenständen und von den Gegenständen nur das Blitzen des Goldes und die bunten Farben der Edelsteine. Schatzhaus ist etwas, was die Entdeckung lohnt, weil man von außen und als Nicht-Fachmann nur die Dinge sieht, die nach draußen leuchten. Schatzhaus hat immer auch etwas von Lagerhaus. Es ist wie bei den Banktresoren, die sich ursprünglich mal im Keller des Hauptgebäudes der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften befanden, auch eine ganz unprosaische Ablage von Dingen, ein Wissensspeicher, wie so schön im Titel steht. Also ein Schatzhaus wird erschlossen. Und zwar ein Schatzhaus im dreifachen Sinne wird in diesem Projekt erschlossen. Es wird das Schatzhaus der Sammlungen, der Wissenschaftsspeicher des 17. und 18. Jahrhunderts erschlossen. Es wird aber mit diesem Schatzhaus des 17. und 18. Jahrhunderts eben auch erschlossen, was in diesem Schatzhaus abgebildet ist, auf der offenen Skala zwischen getreuer Abbildung und vollständiger Imagination, Fantasie und Fälschung. Sie erschließen uns ein Schatzhaus und mit diesem Schatzhaus verbunden ist, und deswegen bin ich auf Luca Giuliani eingegangen und seine Arbeiten zu den Innenräumen der griechischen Tempel, ein Schatzhaus, das das Bild sowohl auf das 17. und 18. Jahrhundert und seine antiken Rezeption und Transformation wie auf die Antiken verändern wird. Wenn wir den griechischen Tempel
mit Luca Giuliani und anderen als ein Schatzhaus primär begreifen und unsere Vorstellung vom Kultraum redefinieren als ein Kultraum in dem Schatzhaus zu sein. Das sind ja alles Weihegaben und Weihegeschenke, eine große Rolle spielt. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Projektleiterinnen, liebe Projektleiter, dann begreifen wir auch die Antike und nicht nur die frühe Neuzeit anders. Das war mein erster Gedanke. Thesaurus, also indem wir das Ganze als Thesaurus sehen, fällt ein neuer Blick auf das, was da rezipiert und transformiert wird und natürlich auch auf die Antike. Mein zweiter Gedanke ist die Vorstellung vom Sammeln. Zunächst mal, es werden Sammelwerke in den Blick genommen in diesem Projekt. Sie heißen mit einem Stichwort aus der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte Wissensspeicher. Man hätte sie im 20. Jahrhundert eher noch Sammelwerke genannt. Zunächst mal muss man sagen, so etwas gehört auch ins Akademienprogramm des Bundes und der Länder, denn dieses opulente Programm, schwierig zu erreichende, aber opulente Programm für die Geisteswissenschaften, in dem über 25 Jahre gefördert wird, dient ja der Sammlung, Erschließung und Bewahrung des kulturellen Erbes. Insofern ist nicht verwunderlich, wenn gesammelt wird. Aber wenn man einmal noch kurz fortschaut von der Aufwertung der Sammlung in wissenschaftshistorischen, wissenschaftstheoretischen Arbeiten der letzten Jahrzehnte, dann war Sammeln ja nicht besonders gut angeschrieben. Ich entsinne mich an meine eigenen Eltern, die sehr stark von Zürcher Hermeneutik der 50er Jahre, Emil Steiger, geprägt waren, für die es eine ganz eindeutige Hierarchie geisteswissenschaftlicher Arbeit gab, an deren Spitze die Interpretation stand und die Sammlung eine untergeordnete Tätigkeit war. Ich entsinne mich, wie mein Vater einmal eine Arbeit von mir zur Hand nahm, in der ich in Schriften die Redewendung ein einziger Gott, Heis Theos, enthalte, zur Hand nahm und sagte, eine sehr interessante Sammlung. Und den Eindruck hatte, da hat der Filius doch im Wesentlichen nur untergeordnete Tätigkeiten getan. Dieses Akademienprojekt ist ein vorzügliches Beispiel dafür, dass die Umwertung der Sammlungstätigkeit aus der hermeneutischen Schule der deutschen Nachkriegszeit, man kann, glaube ich, wirklich sagen, der deutschen Nachkriegszeit, anderswo ist das immer anders gesehen worden, die Umwertung dieser steilen Hierarchie, in der das Sammeln die untergeordnete Tätigkeit war und das Interpretieren die höhere Tätigkeit, sich vollkommen geändert hat. Wir haben wiederentdeckt, was man in der frühen Neuzeit noch wusste, dass zum Sammeln selbstverständlich originär das Interpretieren gehört. Denn in dem Augenblick, in dem ich eine Ordnung des Wissens, also eine Hierarchisierung entwickle. Und Hierarchisierung meint ja nur ganz schlicht, ich fange bei etwas an, bei einer Münze oder bei einer Inschrift. Ich fange bei einem Bildträger an und gehe zu einem Textträger weiter. Alle diese schlichten Sammlungsvorgänge, scheinbar schlichten Sammlungsvorgänge, sind in Wahrheit hochinteressante Hierarchisierungsvorgänge. Und als solches gibt es Sammeln immer nur zusammen mit Interpretation. Und die Interpretation der Interpretation, also die Interpretation in der zweiten Ordnung des Sammelns als Interpretation, dann vom Akademienprojekt Antiquitatum Thesaurus interpretiert, ist ein großes Vergnügen, so wie ich das schon wahrnehmen konnte. Und als solches großes Vergnügen dient es mit zur Rehabilitierung des Sammelns. Jeder und jede, die sich mit der Antike beschäftigen, wissen, wie die berühmte Listenwissenschaft, auch das war ein abwertender Begriff in vielen Forschungsbeiträgen des 19. und 20. Jahrhunderts, wie die berühmte Listenwissenschaft Gelehrsamkeit auf dem allerhöchsten Niveau ist. Ein Interpretationsvorgang wird nicht, wie ich gerade rede, in langen Texten mit vielen Nebensätzen verschriftlicht oder als mündliche Rede präsentiert, sondern in Form einer knappen Liste, in Form eines Katalogs, in Form einer Abbildung präsentiert.
Der dritte Gedanke, den ich Ihnen zur Eröffnung dieses Akademienvorhabens Antiquitatum Thesaurus weitergeben möchte, ist ein Gedanke, der mit einer Pariser Straße zusammenhängt. Wenn man den Boulevard Saint-Germain läuft, dann kommt man zu einer großen, prominenten Benediktinerabtei Saint-Germain-du-Pré, die vermutlich manche von Ihnen kennen werden. Die Straße, über die ich geredet habe, der Boulevard Saint-Germain, spielt auch in der Geschichte geisteswissenschaftlicher Methodik und geisteswissenschaftlicher Theorien des 20. Jahrhunderts eine große Rolle. Wir sehen Sartre und Simone de Beauvoir an einem der kleinen Kaffeetische sitzen. Wir sehen aber auch die ganze poststrukturalistische Wissenschaft an einem Tisch sitzen und bei einem sehr scharf gebrannten Kaffee über die Frage der Wirklichkeit und der Macht in der Wirklichkeit diskutieren. Wenn wir die Cafés verlassen und in die Kirche hineingehen, dann fällt uns vom Eingang aus gesehen auf der rechten Seite ein Grab auf, das ohne Zweifel nicht aus der Entstehungszeit des Grabes, also aus der Zeit, in der der dort begraben liegt, darunter begraben liegt, gestorben ist. Das ist das Grab von Bernard de Montfaucon, der in dem Projekt eine außerordentlich große Rolle spielt. Und wenn ich das richtig sehe, ich schaue etwas scheu zu Herrn Pfisterer, Herrn Nesselrath und Frau Decultot, dann ist die Tafel, die über dem Grab sich erhebt, eine, die nach der Französischen Revolution und den Zerstörungen der Kirche dort angebracht wurde. Das ist der dritte Gedanke, den ich mitgeben will. Wenn man vor diesem Grab steht, dann sieht man die unglaublichen Schichten und eben auch die Trümmerschichten, die sich auf Antiken erheben. Die Trümmerschichten der willentlichen Zerstörung, der kreativen Zerstörung, um mit Schumpeter zu reden, aber auch die Formen der Zerstörung, die sich einfach durchs Sammeln und Archivieren und Umzeichnen ergeben. Wir hatten gestern eine Diskussion über Bildrechte, etwas, das alle Menschen, die mit Abbildungen in ihren Texten arbeiten, wohl kennen. Dann sagte jemand, ja, wir kriegen die Bildrechte von den Chinesen leider nicht, also zeichnen wir um. Dann wird es deutlicher und klarer, aber es gibt eben immer auch ein Element der Zerstörung da drin. Der Boulevard Saint-Germain fängt ein, alle die theoretischen Probleme, die in den letzten Jahrzehnten aufgeworfen sind beim Thema antiken Rezeption, beim Thema antiken Transformation, beim Thema antiken Konservierung, beim Thema antiken Verbergen und umnutzen und umorientieren. Und es ist ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass Sie das Montfaucon'sche Sammelwerk so zentral in Ihrem Projekt führen. Und ich kann nur hoffen, dass Sie sich das Vergnügen auch gönnen, mit Ihren Mitarbeitenden und Gästen vielleicht einmal nicht nur in der Kirche den Montfaucon anzuschauen, sondern in den erwähnten Cafés zu sitzen und einen der scharf gebrannten Espressi oder kann ja auch ein Pernod oder sonst was sein trinken. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die ich heute zusammen mit Sebastian Richter repräsentiere, wünscht diesem hochspannenden Projekt, das ja in vielfacher Hinsicht Neuland betritt und doch verbunden ist mit einem großen, davon wird heute sicher die Rede sein, verbunden ist und in der Tradition eines großen warburgschen Projektes, das die ganze Kunst- und Bildgeschichte durcheinander gewirbelt hat. Also ein Projekt, das ebenso neu wie alt ist, pur Senex hieß das in der Antike, ein Projekt, das außerordentlich spannend ist, neue Wege auch im Blick aufs Digitale beschreitet. Aber das Digitale ist ja immer nur der Modus der Präsentation und der Inhalt ist mindestens genauso spannend wie der Modus seiner Präsentation. Die Berlin-Brandenburgische Akademie wünscht dem Projekt viel Fortune. Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt in unseren Mauern beherbergen, dass wir es in unserem virtuellen Raum beherbergen. Wir wünschen Ihnen gute Zusammenarbeit zwischen München, Rom und Halle und Berlin. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei Ihren Gängen nach Paris und
an die Orte, in denen Antiken gesammelt worden sind im 17. und 18. Jahrhundert. Und wir sind neugierig und gespannt auf ihre Ergebnisse. Also alles, alles erdenklich Gute, herzlich willkommen. Und was man wünschen kann, ich würde jetzt, wenn wir nicht am Beginn der Veranstaltung wären, ein kleines Glas Sekt holen und auf Sie alle erheben. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat, wie das alle deutschen und nicht nur deutschen Wissenschaftsorganisationen tun, ihre verschiedensten Einrichtungen und Projekte geclustert und hat ein Grundlagenzentrum Alte Welt. Und das Schöne an der Alten Welt ist ja, dass die von China bis Südamerika und von Italien bis nach Island gehen kann. Und insofern gehört das Projekt zum Grundlagenzentrum Alte Welt. Und dessen Sprecher ist Sebastian Richter, Koptologe aus Berlin. Und an den übergebe ich jetzt und verwandle mich aus einem Sprecher zu einem Zuhörer, bleibe aber eine Kachel und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Wir hätten Sie herzlich gern bei uns heute in der Akademie gehabt, hätten Ihnen gern Speis und Trank gereicht, aber sind der guten Hoffnung, dass unter anderem die Tatsache, dass wir heute nicht in der Akademie sind und nicht zusammentreffen, eine der Voraussetzungen ist, dass wir bald wieder zusammentreffen können. Vergnügten Abend. Vielen Dank, Sebastian Richter. Verehrter Akademiepräsident Christoph Marc Schies, verehrte Frau Projektleiterin und Herren Projektleiter, Elisabeth Liculteau, Arnold Nesselrath, Ulrich Pfisterer, lieber Arbeitsstellenleiter Timo Strauch, liebe Mitarbeitende des Akademienvorhabens Antiquitatum Thesaurus, das wir heute feierlich inaugurieren, liebe Keynote-Speakers Eloisa Dodero, Veronique Krings, Elena Vajani, liebe Gäste von nah und fern, meine Damen, meine Herren, im Namen des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften begrüße ich Sie herzlich zu dieser virtuellen Auftaktveranstaltung. Dieses Zentrum Grundlagenforschung Alte Welt entstand aus dem Zusammenschluss der altertumswissenschaftlichen Akademienvorhaben und Drittmittelprojekte unserer Akademie. Jene Vorhaben versorgen die nationale und internationale Forschung mit Editionen kanonischer Texte aus antiken Überlieferungen, Überlieferungen zur Medizin, zur Philosophie und Religion, mit Repositorien altweltlicher dokumentarischer Quellen wie Inschriften und Münzen, mit einem digitalen Textkorpus der altägyptischen Sprache. Bis Ende 2020 gehörte diesem Zentrum auch die Bilddatenbank zur frühneuzeitlichen Antikenrezeption namens Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance an, die 1946 von Fritz Sachsel gegründet, 1995 vom Warburg Institute und der Bibliotheca Hertziana ans kunstgeschichtliche Seminar der Humboldt-Universität Berlin gezogen und 2003 ins Akademienprogramm aufgenommen worden ist. Nach dem planmäßigen Auslaufen der Finanzierung des Zensus aus dem Akademienprogramm konnte, dank der Berufung von Kathleen Christian als Nachfolgerin Arnold Nesselraths auf den hiesigen Lehrstuhl für Kunstgeschichte der frühen Neuzeit, konnte das Weiterleben des Zensus institutionell und finanziell abgesichert werden. Mit dem Übergang der institutionellen Identität des Zensus von der Akademie an die Humboldt-Universität endete nach 18 Jahren auch seine Zugehörigkeit zum Zentrum Alte Welt, freilich unter den bestmöglichen Auspizien. Dieses, sagen wir mal, leibnizische bestmöglich schließt nun aber ein, dass auch die Akademie künftig nicht die europäische Antikenrezeption in ihrem Portfolio zu missen braucht, nämlich dank dem Neuvorhaben Antiquitatum Thesaurus Antiken in den europäischen Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts, das im Juni 2020
ins Akademienprogramm aufgenommen wurde und Anfang dieses Jahres starten konnte. Für die Akademie und ihr Zentrum Alte Welt bedeutet dieses Neuvorhaben in der Tat viel. Lassen Sie mich ganz kurz ausführen, warum. Dem durch die Vorhaben unseres Zentrums inkorporierten Konzept von Alter Welt liegt ein raumzeitlich weiter und ein polyzentrischer antiken Begriff zugrunde. Zwar bilden die raumzeitlichen Koordinaten der klassischen Antike, der klassischen Sprachen und Kulturen eine Art Schnittmenge zwischen den Vorhaben, doch werden diese Koordinaten auf mehreren Achsen transzendiert. So erstreckt sich die alte Welt des Zentrums räumlich, Christoph Markschies erwähnte es bereits, vom Mittelmeerraum über Westeuropa, den Schwarzmeerraum, die Levante, Ägypten und die arabische Halbinsel entlang der Seitenstraße bis nach Indien und Nordchina. Die chronologische Ausdehnung der alten Welt des Zentrums wird einerseits durch altägyptische Texte bis ins dritte Jahrtausend vor Christus prolongiert. Andererseits wird in den spätantiken Texten des Christentums, des Manichäismus und des Islams, in der byzantinischen Handschriftenüberlieferung der antiken Texte und, last but not least, in der neuzeitlichen antiken Rezeption ein weiter und komplexer Resonanzraum von Traditionen, Transformationen und Rezeption altweltlicher Kulturen geöffnet. Zudem thematisiert das Neuvorhaben Antiquitatum Thesaurus in seinem Genitiv Plural Antiquitatum nicht sowohl die Menge antiker Einzelobjekte, als vielmehr auch die in der antiken Rezeption des 17. und 18. Jahrhunderts einsetzende Wahrnehmung der Diversität antiker Welten. Mit anderen Worten, den historischen Ursprung der gegenwärtig so virulenten Rekonzeptualisierung des antiken Begriffs. Deshalb möchte ich hier und heute im Namen des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt unser ganzes Entzücken über das Neuvorhaben Antiquitatum Thesaurus bekunden, dessen bevorstehenden formellen Eintritt in dieses Zentrum wir voll froher Erwartung entgegensehen. Ihnen, den Vorhabensverantwortlichen und Mitarbeitenden des Thesaurus, liebe Frau de Culteau, liebe Herren Nesselrath und Pfisterer, lieber Herr Strauch, liebe Frau Ruggiero, lieber Herr Engel, Ihnen wünsche ich viel Erfolg und viel Freude bei der bevorstehenden Arbeit. Vielen Dank. Lieber Herr Präsident, lieber Herr Richter, ich danke Ihnen für die freundlichen Worte zur Einführung in diesen Abend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie draußen an den Bildschirmen und hier im virtuellen Podium auf das Herzlichste. Es freut uns sehr, dass die Einladung zu unserer virtuellen Auftaktveranstaltung auf so großes Echo gestoßen ist. Wir bedauern es sehr, da schließe ich mich Herrn Markschies an, Sie nicht persönlich im Leibniz-Saal hier am Gendarmenmarkt begrüßen zu können. Aber vermutlich hätten in diesem Fall auch nicht alle unter Ihnen den Weg nach Berlin angetreten für diesen Abend. Und insofern gleichen sich Vor- und Nachteile des digitalen Formats hoffentlich aus. Mein Name ist Timo Strauch. Ich bin der Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens und ich werde den ersten Teil des Abends moderieren und den geplanten Ablauf und die technischen Modalitäten kurz erläutern. Wir möchten heute, wie Sie gehört haben, das Akademienvorhaben Antiquitatum Thesaurus, Antiken in den europäischen Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts, erstmals den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus und der allgemeinen Öffentlichkeit vorstellen. Als Langzeitvorhaben der geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung im Akademienprogramm der Union der Deutschen Akademie der Wissenschaften ist das Projekt auf eine Laufzeit von 24 Jahren angelegt. Unser Ziel ist es, eine große Zahl von Zeichnungen und Drucken nach antiken Artefakten zu erschließen
und die dabei zusammengetragenen Informationen und Daten in einem digitalen Repositorium im World Wide Web zugänglich zu machen. Am Ende dieser Unternehmung werden schätzungsweise 35.000 illustrierte Datensätze den strukturierten Zugang zu frühneuzeitlichen Bildquellen und den darin dokumentierten Antiken ermöglichen. Welchen Gegenständen wir uns dabei konkret widmen wollen, welche Fragen wir an das Quellenkorpus richten und mit welchen Methoden wir zu deren Beantwortung beitragen möchten, soll heute Abend in denjenigen Beiträgen zur Sprache kommen, die aus den Reihen des Projektes selbst bestritten werden. Gleichzeitig ist es aber unser Anliegen, das Konzept unseres Projekts von Beginn an auch durch Perspektiven von außen zu ergänzen und so den Dialog mit der wissenschaftlichen Community zu eröffnen, zu deren Nutzen unser Vorhaben ja unbedingt beitragen soll. Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass Eloisa Dodero, Elena Vajani und Veronique Rings diesen Part für heute Abend übernommen haben. Kommen wir damit zur Vorstellung des Thesaurus durch die drei Leiterinnen des Projekts. Sie sprechen, anders als im Programm angegeben, in der Reihenfolge, in der ich sie Ihnen jetzt ganz kurz vorstelle. Es beginnt Arnold Messerath, der bis 2017 Direktor der nachantiken Sammlung bzw. stellvertretender Direktor der Vatikanischen Museen und bis 2019 Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt Nachleben der Antike an der Humboldt-Universität zu Berlin war. Beinahe 4 Jahrzehnte leitete er den bereits erwähnten Census of Antique Works of Art and Architecture, Norman Renaissance. Elisabeth Decolteau ist seit 2015 Alexander von Humboldt-Professorin auf dem Lehrstuhl für neuzeitliche Schriftkultur und europäischen Wissenstransfer an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie derzeit geschäftsführende Direktorin des dortigen interdisziplinären Zentrums für die Erforschung der europäischen Aufklärung. Und schließlich, last not least, Ulrich Pfisterer ist seit 2008 Professor für allgemeine Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Kunst Italiens an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie seit 2018 Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ebenfalls in München. Lieber Herr Messerath, Sie haben das Wort und liebe Christina, du übernimmst die Präsentation. Bei unserem Thesaurus geht es dem Titel zufolge um Bildquellen und um das, was sie in Relation zueinander über antike Artefakte von der Gebrauchskunst bis zur Architektur und ihren Komponenten oder über die Sicht auf die Antike aus unterschiedlichen Perspektiven, Kontexten oder Orten aussagen. Ich möchte daher an einem Beispiel aus 2 parallelen Bildserien kurz erläutern, welche Art von Materialien wir erschließen wollen, welche Fragen wir damit anregen möchten und wie unterschiedlich ein gleicher Blick auf ein antikes Zeugnis sein kann. 1691 erschien eine aufwendige Publikation von 116 römischen Öllampen, wie sie im antiken Grabkult Verwendung fanden. Der damals vielleicht renommierteste römische Gelehrte Giovanni Pietro Bellori hatte dazu einen erläuternden Kommentar verfasst, wohl weil er viele der publizierten Exemplare selber besaß. Hier wurde ein Einblick in einen Bereich des antiken Alltagslebens vermittelt. Denn was auf den Kupferstichtafeln präsentiert wird, gehört nicht zum Kanon berühmter klassischer Kunst. Daher wird es auch schwer sein, viele dieser reproduzierten Objekte heute noch physisch nachzuweisen. Illustriert war das Buch von Pietro Santi Bartoli, einem Schüler von Nicolas Poussin und einem der bedeutendsten Antiquare, Antikenzeichner und Verleger des 17. Jahrhunderts. Er wurde von Bernard de Montfaucon als einer der ergiebigsten Quellen für seine antiken Enzyklopädie genutzt. Dazu gehören auch die Öllampen, als deren Quelle Montfaucon gebührend aber allein Bellori angibt. Offenbar billigte er diesem größere Autorität zu als dem Initiator des Projektes Bartoli. Im Gegensatz zum Vater Pietro Santi Bartoli war sein Sohn und Erbe Francesco schon unter den Zeitgenossen dafür berüchtigt, dass er das väterliche Vermächtnis bisweilen wenig ehrenhaft nutzte. So fertigte er zum Beispiel Zeichnungskopien nach einer Reihe der Stiche seines Vaters an und verkaufte sie kurzerhand als die originalen Vorstudien für die Druckwerke. Als solche
hat das Auktionshaus Christie's in New York noch 2014 einen Band mit 96 Zeichnungen angeboten. Bereits die Kalligrafie der Beischriften widerspricht dem und stimmt nicht mit der Handschrift von Pietro Santibartoli überein. Lediglich das letzte Folio hier rechts ist eine eigenhändige Zeichnung und trägt die Schriftzüge Bartolis. Von diesen Machenschaften des Sohnes berichtet Nicola Pio, Biograf und einer der ersten Besitzer des Codex, wie das Ex Libris von seiner Hand hier unten am Bildschirm belegt. Francescos Fälschungen, wenn man sie so bezeichnen will, lassen sich durch einen Vergleich der beiden Medien enttarnen, bei dem deutlich wird, dass die Zeichnungen weniger Informationen enthalten als die Stiche, etwa bei den Ketten für die Aufhängung. Wo die Lampen, wie bei der Umsetzung von Zeichnungen in Stiche geläufig, gespiegelt sind, werden die Schatten häufig nicht mit der Lampe mitgespiegelt, sondern stimmen in beiden Medien nicht überein. Sie können das auf den beiden Bildern nachvollziehen, wie die Spiegelung wechselt, die Schatten aber nicht. Bisweilen sind sogar die Spiegelverkehrungen einzelner Teile der Lampe völlig durcheinander geraten. Auch das können Sie hier nachvollziehen. Vor allem die weit geringere Präzision der Zeichnungen macht deutlich, dass anders als auf den ersten Blick zu erwarten, die Zeichnungen von den Stichen und nicht die Stiche von den Zeichnungen abhängen. Allein aus der Gegenüberstellung eines speziellen Bildpaares ergibt sich eine Reihe von spezifischen Themen, die unser Thesaurus bedienen will. Die Paare setzen sich hier zusammen aus Bartoli links, Bartoli Sohn Mitte und Bartoli links und Montfaucon rechts. Die technische Reproduzierbarkeit erhöht ab dem späten 16. Jahrhundert die Migration der Darstellungen sogar weit über ursprüngliche Kulturkreise und die unmittelbaren Zeiträume der Entstehung hinweg. Es verwundert also keineswegs, dass Künstler, Antiquare oder Verleger die impliziten Möglichkeiten selbst erkannt, genutzt und bisweilen missbraucht haben. Wie vielfältig, manchmal gar fragwürdig der Ansatz der unterschiedlichen Akteure werden kann, darauf mag das gezeichnete Beispiel von Vater zum Sohn Bartoli hinweisen. Eine einfache Gegenüberstellung wie die gezeigte von Stich und Zeichnung, angereichert durch kleinste Quellennotizen, eben die Anekdote Pius, kann bereits ein sehr lebendiges Szenario anschaulich erstehen lassen, das jenseits des gelehrten Umgangs mit der Antike liegt und handfeste, vor allem merkantile Interessen nicht nur mit den antiken Artefakten selbst, sondern vor allem mit den Produkten und der Dokumentation, die das Studium dieser Artefakte hervorbringt, veranschaulichen. Die Faktoren, die das Bild von der Antike zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Wissenskontexten immer vielfältiger haben werden lassen, generieren sich aus solchen Prozessen von selbst. Wir haben deshalb den Epochenbegriff Antike einfach in einen hybriden Plural gesetzt und nehmen, wenn wir von Antiken sprechen, die Perspektiven der Interpreten in den Blick, meinen also keineswegs nur die Artefakte. Wenn unser Thesaurus nicht von einer heutigen Definition der Antike, wenn es sie überhaupt gibt, ausgeht, sondern von einer, die zu heterogen ist, als dass man die Antike daraus schlicht wiedergebären könnte, wie das zum Beispiel bei Panofsky postuliert wird, müssen Materialien und Bildquellen, die im 17. und 18. Jahrhundert die Kategorisierung Antik etabliert haben, in den Blick rücken und sollte über irrtümlich oder absichtlich als Antik bezeichnete Objekte oder falsifikatorische Dokumente nachgedacht werden. Damit steht der Thesaurus Antiquitatum zwischen Datenbanken bzw. Projekten, die durch zwei unterschiedliche, bislang gängige Ansätze geprägt sind. Die eine vertreten zum Beispiel durch Zensus, Winkelmann, Datenbank oder Arachne, die als genuin betrachtete antike Monumente erfassen, während der andere zum Beispiel die Datenbank zu den Recueils d'Antiquité des Comte de Caylus oder das Katalogprojekt des Museo Cartaceo des Caziano dal Pozzo
durch den antiken Rahmen nicht notwendig gebunden sind, sondern bestimmt werden durch das, was der Spiritus Rector jeweils erfassen wollte. Der Thesaurus muss auf eine breite Basis von Informationen zu antiken Monumenten und den entsprechenden Bildquellen zurückgreifen und auf die Relationen zwischen beiden aufmerksam machen. Gleichzeitig muss aber auch die Beziehungen der Monumente untereinander und das Verhältnis der Bildquellen zueinander, wie im Falle der Abbildung der Öllampen, ins Auge fassen. Er will viele Materialien elektronisch zugänglich machen. Dabei ist er seinerseits auf die Unterstützung von Museen, Bibliotheken, Archiven und Sammlungen, vor allem auf den Zugriff über neue Medien, angewiesen. Bei der Erschließung der Materialien werden viele Daten neu generiert. Hierzu gehören Artefakte, die verloren sind, gerade bei den Alltagsgegenständen, aber wahrscheinlich auch solche, die es nie gegeben hat. Diese Daten werden viele Künstler, Stecher, Verleger umfassen, die wir nicht mehr kennen, deren markantes Profil aber als anonymes Individuum durchaus deutlich ist. Dazu kommen Dokumente, die nicht sind, was sie vorgeben. Fälschungen demonstrieren bekanntlich einen Wissensstand einer bestimmten Epoche, weshalb sie im Abstand erkennbar werden. Auch sie sind aus einem spezifischen antiken Verständnis geschaffen. Im digitalen Zugriff auf diese Materialien wird sich das Konzept des Thesaurus manifestieren und das wissenschaftliche Abfragesystem wird eine zentrale Herausforderung darstellen. Die Differenzierungen oder sogar die fließenden Übergänge, wie sie zwischen Vater und Sohn Bartoli zu beobachten sind, müssen darin spürbar bleiben, beziehungsweise Anstöße für Überlegungen liefern. Wenn es dem Thesaurus gelingt, mit einem Instrument, das der Normierung oft Vorschub leistet, auf die, Zitat, unerschöpfliche innere Lebendigkeit der Antike, Zitat Ende, und, ich füge hinzu, zu deren Erforschung aufmerksam zu machen, wird es aus meiner Sicht seine Aufgabe erfüllen. Und es wird hoffentlich die Tradition des Corpus Inscriptionum Latinarum, in dessen Folge unsere Methode entstanden ist, wird dieser Tradition hoffentlich Ehre erweisen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Arnold. Ich darf also den zweiten Teil dieser Dreier-Moderation sozusagen übernehmen. In den wissenschaftshistorischen Darstellungen zur Genealogie der Kunstgeschichte wird dem 18. Jahrhundert traditionellerweise eine zentrale Bedeutung zugewiesen. In diesem Jahrhundert habe sich, so eine verbreitete Annahme, eine grundlegende Wandlung in dem Blick auf antike Artefakte vollzogen, die zur Überwindung einer antiquarischen, asystematischen Herangehensweise an antike Monumente zu einer genuin historischen bzw. historisierenden Wahrnehmung dieser Objekte geführt habe. Als zentraler Akteur dieser Wandlung wird in der Regel Johann Joachim Winckelmann genannt, der sich selbst mit der Geschichte der Kunst des Altertums 1764 veröffentlicht, gerne als Autor des ersten vollständigen historischen Narrativs zur antiken Kunst sah und sich dabei nachdrücklich vom Modell der antiquarischen Forschungen distanzierte, eine Selbststilisierung, die die Historiografie der Kunstgeschichte gerne übernommen hat. Eines der zentralen wissenshistorischen Ziele unseres Thesaurus-Projekts ist es, diese Annahme einer Zäsur zwischen einem angeblich vormodernen, antiquarischen Blick auf Artefakte und einer angeblich modernen, sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts herausbildenden historischen Herangehensweise an diese Objekte kritisch zu untersuchen. Dabei interessieren uns insbesondere größere organisierte Sammlungen von Reproduktionen antiker Artefakte aus der frühen Neuzeit, also Thesauri von Bildern, die größere Mengen an antiken Objekten in Zeichnungen oder Stichen abbilden und in ein wie auch immer gestaltetes Ordnungsraster bringen. Ein gutes Beispiel
Für solche Sammlungen liefert die Antiquité expliquée et représentée en figure des Benediktiners Bernard de Montfaucon. Das zehnbändige Werk, das 1719 erschien und 1724 mit weiteren 5 Bänden ergänzt wurde, war der größte Bilderthesaurus zur antiken Welt im 18. Jahrhundert. Allein die 10 Bände der ersten Auflage enthalten ca. 1120 Kupferstichtafeln, auf denen nach Montfaucons eigenen Angaben etwa 30.000 bis 40.000 Objekte reproduziert sind. Hinzu kommen noch die Illustrationen der 5 Supplementbände, die ähnlich reich bebildert sind. Die Antiquité expliquée erhob den Anspruch, die antike Welt in der Gesamtheit ihrer Facetten, Religion, Sitten, Handwerk und ihrer Völker und Räume, Griechen und Römer, aber auch Ägypter, Perser, Etrusker, Gallier etc. darzustellen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein blieb sie der am meisten verwendete Thesaurus zum materiellen Erbe der Antike in Europa. Ein Thesaurus, der allerdings trotz seiner Bedeutung lange im Schatten der Forschung geblieben ist und einer grundlegenden Erschließung noch harrt. Die Antiquité expliquée gehört zu den wichtigen Thesauren der frühen Neuzeit, die wir im Rahmen unseres Projektes Antiquitatum Thesaurus digital erschließen wollen. Digital erschließen, was bedeutet das genau? Und was kann man sich eigentlich davon erhoffen? Erstens möchten wir jeden antiken Artefakt, den Montfaucon in der Antiquité expliquée reproduziert, in seiner dreidimensionalen Gegenständlichkeit möglichst genau identifizieren und beschreiben. Material, Gattung, Geschichte, Provenienz und so weiter. Mit dem Antiquitatum Thesaurus-Projekt interessieren wir uns aber nicht nur für die abgebildeten Gegenstände selbst, sondern auch für ihre Abbildungen und die materiellen Träger dieser Abbildungen, Stiche oder auch eben Bücher. In letzterem Punkt verspricht Montfaucons Antiquité expliquée besonders spannende Erkenntnisse. Sowohl in ihrer Genese als auch in einzelnen Aspekten ihres Erscheinungsbildes, Verweissysteme, Register, aber auch vielfältiges Angebot an Tools, könnte man eigentlich sagen, wie zum Beispiel eben Übersetzungen, französisch im Haupttext und lateinische Übersetzung im unteren Teil der Seite. Also in all diesen Aspekten ähnelt die Struktur der Antiquité expliquée derjenigen einer modernen Datenbank, die Informationen anderer Datenbanken aggregiert und neues Wissen dadurch produziert, dass sie diese Informationen nach neuen Kategorien ordnet. Eine große Anzahl der von Montfaucon publizierten Bilder von Altertümern sind nämlich früheren antiquarischen Druckwerken bzw. Bilderkompendien entnommen. Diese Fremdherkunft wird auch explizit ausgewiesen, indem unter fast jedem abgebildeten Gegenstand die Quelle mit angegeben wird, aus der die jeweilige Abbildung geschöpft wurde. So sind zum Beispiel folgende Stiche in den Kapiteln zur Kleidung der Römer dem Katalog der Galleria Justiniana entnommen. Man sieht auch natürlich ganz klar die Ähnlichkeit, die auch ausgewiesen ist. Ein weiteres Beispiel hierfür liefert auch eine Tafel, also unsere Tafel 142 aus dem ersten Band der Antiquité, die unter anderem den sogenannten Salpion-Krater zeigt, eine monumentale Marmorvase mit umlaufenden Relieffries und der Signatur des Künstlers Salpion, die Sie hier unten unter der Nummer 3 sehen. Die Abbildung bei Montfaucon ist mit der Beischrift Spon versehen, Detail, also im Detail rechts unten. Ein Hinweis darauf, dass die Reproduktion den Miscellanea Eruditae Antiquitatis des Antiquars Jacob Spon von 1679 entliehen ist, die Sie hier unten unter der Nummer 2 sehen.
Und dieser Stich ist selbst auf der Grundlage einer Zeichnung von Spung erstellt worden, die Sie hier unter Nummer 1 sehen. Eine Zeichnung, die jetzt in der Bibliothek Nationale de France aufbewahrt ist. Ziel unserer digitalen Datenbank Antiquitatum Thesaurus ist es, nach dem hier kurz skizzierten Modell die Wanderung von Altertümerabbildungen quer durch antiquarische Druckwerke der Frühneuzeit hindurch nachzuvollziehen und hiermit auch einigen grundlegenden Fragen zum Nachleben der Antike in der Moderne oder zur Konstruktion der Antike durch die Moderne nachzugehen. Ich nehme nur hier einzelne Fragen, die wir uns eigentlich jetzt stellen. Der Katalog ist aber bei Weitem nicht abgeschlossen. Welche Artefakte wurden wie oft reproduziert? Lässt sich an diesen Bilderspeichern so etwas wie eine statistische Geschichte des Kanons der antiken Kunst ablesen? Wer entlehnt wem was? Mit anderen Worten, welche Tradierungsketten lassen sich hinsichtlich der Bilderwanderungen in der antiquarischen Wissenschaft nachzeichnen? Nach welchem Ordnungssystem wurden diese Reproduktionen von antiken Artefakten geordnet? Lässt sich in dieser Ordnung so etwas wie ein Verständnis für die historische Anordnung von Formen, also den Ansatz einer Geschichte der Künste in Bildern, erkennen? Mediengeschichtlich kann man auch nach der spezifischen Funktion des Mediums Buch natürlich in der Konstitution von und Organisation dieser Thesauri der Frühneuzeit auch fragen. Das sind also einige der wissenshistorischen Leitfragen, die uns bei der Arbeit am Thesaurus-Projekt beschäftigen werden. Wie ich das kurz erwähnt habe, ist aber dieser Fragenkatalog keineswegs abgeschlossen. Und ich übergebe auch hiermit jetzt auch meinem Kollegen Ulrich Pisterer auch das Wort, der vielleicht schon Antworten hat. Vielen Dank, Elisabeth. Keine Antworten. In einem Projekt zur antiken Rezeption in Zeichnungen und Druckgrafiken des 17. und 18. Jahrhunderts gilt es nachdrücklich, das scheinbare Paradox aller solcher Rezeptionsvorgänge zu betonen, nämlich, dass nicht die Objekte selbst bestimmen, wie ihre spätere Rezeption aussieht, sondern erst die Medien der Rezeption in gewisser Weise rückwirkend die Objekte erschaffen oder zumindest entscheidend mitkoordinieren, wie diese wahrgenommen werden. Rezeption geschieht in zwei Zeitrichtungen gleichzeitig vor und zurück. Unser Projekt versteht Nachzeichnungen und Druckgrafiken daher nicht nur als Rezeptionszeugnis im Hinblick auf ein antikes Vorbild, sondern eben immer auch als eigenständige, eigenen Dynamiken folgende Objekte, die Bilder von antiken Objekten allererst entwerfen und ihrerseits in der Folge zum Ausgangspunkt einer Rezeptionsreihe werden können. Was damit gemeint ist, lässt sich am vermutlich erfolgreichsten antiken Werk des 17. und 18. Jahrhunderts zeigen, an François Perriers Segmenta Nobilium Signorum et Statuarum. Dieses Ansichtswerk mit 100 Tafeln der berühmtesten antiken Statuen, erstmals 1638 in Rom gedruckt, erschien bis 1797 in mindestens 18 verschiedenen Ausgaben. Tafel 1 zum Laokoon dokumentiert dabei eben nicht nur, dass dieser für Perrier die berühmteste antike Statue darstellte, mit seinem erhobenen, nach heutiger Kenntnis falsch ergänzten Arm. Viele dürften in Europa die Laokoon-Gruppe überhaupt nur durch Abbildungen wie derjenigen in einer der vielen Auflagen von Perriers Werk gekannt und eben nie das Original oder auch nur einen Gipsabguss danach gesehen haben. Wie eingangs behauptet, erst die Reproduktion erzeugt also häufig die Vorstellung vom Original. Allerdings bekamen selbst die Personen, die den Laokoon in einer Perrier-Ausgabe sahen, ganz unterschiedliche Vorstellungen, variierten die Stiche in diesen Ausgaben doch teils enorm, am offensichtlichsten, wenn die Gruppe seitenverkehrt wiedergegeben wurde, wie gleich in der Originalausgabe. Bekannt sind aber auch etwa kolorierte Blätter von Perrier,
die den Charakter der Stiche nochmals entscheidend verändern, wobei das so klassizistisch anmutende Beispiel hier möglicherweise erst um 1800 gefertigt wurde und daran erinnert, dass Zeichnungen und Stiche eben weit jenseits ihres Entstehungsdatums Wirkmacht entfalten konnten. Schließlich besaß das Titelblatt der niederländischen Perrier-Ausgabe ab ca. 1660, besagt dieses Titelblatt, dass diese Statuensammlung auch für Liebhaber der Zeichenkunst gemacht sei. Die Stiche sollten also nun als originale Vorlagen für Nachzeichnungen dienen. Wenn der französische Zeichner Louis-Antoine de Marne um 1740 genau dies tut, dann kann er auf dem Titelblatt seiner Zeichnungssammlung behaupten, dass alle Werke, und ich zitiere in Übersetzung, exakt nach den Originalen kopiert seien, nämlich nach den Stichen Perriers. Meine Eingangsbehauptung ist hier vollends erfüllt. Die Stiche Perriers sind nun zu den Originalen geworden, nicht mehr die Statuen im fernen Rom. Perrier hat 1645 noch ein zweites großformatiges Werk veröffentlicht, die Icones et Segmenta Illustrium, also antike Reliefs, nicht Statuen. Von dieser vermutlich wesentlich teureren Publikation sind auch nur 3 oder 4 Auflagen bekannt. Der Veröffentlichungskontext war entscheidend für Verbreitung und Bekanntheit der Abbildungen. Bereits im Titel wird hier zudem angekündigt, dass die teils zerstörten, teils beschädigten Reliefs grafisch wiederhergestellt und erkennbar gemacht würden. Sie sehen das auf dem Titelblatt. Die Publikation entwirft also bereits Bilder, die an den antiken Originalen so gar nicht mehr zu sehen waren. Und die nächste Stufe sind die von Arnold Nesselrath vorgestellten, ganz frei erfundenen oder gefälschten Antiken, die es eben nur im Bild gibt. Schließlich verdeutlicht das hier gezeigte Exemplar von Perriers Icones eine weitere Herausforderung unseres Erschließungsprojektes. Dieses spezielle Exemplar enthält ausführliche handgeschriebene und einige gezeichnete Kommentare. So werden die Stiche nach den antiken Reliefs etwa ergänzt durch Rötelzeichnungen, die eine Typologie etruskischer und römischer Vasen, Trinkgefäße und Lampen entwickeln. Sehen Sie rechts, Abbildungen erlauben, daran erinnert dieses Beispiel, visuelle Gruppierungen, Ordnungen, Kategorisierungen vorzunehmen, wie sie mit den originalen Objekten teils nur schwer, teils gar nicht zu realisieren waren. Auch hier gilt, erst die Rezeption via Zeichnung oder Druckgrafik erschafft überhaupt das visuelle Raster, in dem die antiken Objekte verortet werden können. Es ist diese eigenständige epistemische Leistung und Dynamik der Zeichnungen und Druckgrafiken nach Antiken, die unser Projekt gleichwertig neben der Frage behandelt, welche Informationen diese Rezeptionszeugnisse über die antiken Objekte selbst hergeben. Wir, Elisabeth de Culteau, Arnold Nesselrath und ich, danken sehr herzlich dem Präsidenten der BBAW, Professor Marc Schies, dem Sprecher des Zentrums Grundlagenforschung Alte Welt, Professor Richter, und Professor Bredekamp, die uns entscheidend beratend begleitet haben. Dank auch an das ganze Team der BBAW für die Hilfe beim Aufgleisen des Projektes. Die Universitätsbibliothek Heidelberg unterstützt und berät uns großzügigst zu Datenbank und Digitalisaten. Vielen Dank an den Direktor Veit Probst und an Maria Effinger. Wir freuen uns sehr auf diese produktive und langfristige Zusammenarbeit. E infine un grande ringraziamento alle nostre relatrici italiane di oggi, Eloisa Dodero e Elena Vaiani, e un grand merci tout autant pour la conférence à Véronique Krings. Ja, vielen Dank an Sie drei für diese Vorstellung unseres Arbeitsplans und unserer Fragen und Methoden. Und wir beginnen mit Eloisa Dodero. Wenn von der Wahrnehmung von und Beschäftigung mit der Antike im 17. Jahrhundert die Rede ist, kann das Museo Cartaceo des Cassiano dal Pozzo nicht unerwähnt bleiben. Dessen wissenschaftliche Erschließung in Form eines gedruckten Catalogue Raisonné nähert sich dem Abschluss und dieses andere Großunternehmen der Grundlagenforschung kann für den Thesaurus als Leitstern und komplementär gleichermaßen gelten.
Wir sind sehr froh, dass Eloisa Dodero dazu bereit war, heute Abend ihre langjährigen Erfahrungen mit Cassianos Zeichnungssammlung zu resümieren. Eloisa studierte klassische Archäologie an der Universität zu Neapel und wurde eben da mit einer Arbeit über die neapolitanischen Antikensammlungen des 18. Jahrhunderts promoviert, die 2019 bei Brill erschienen ist. Von 2010 bis 2014 war sie hauptamtlich für das Dal Pozzo-Projekt an der Royal Collection beschäftigt. Seit 2014 ist sie Kuratorin der archäologischen Sammlung der Kapitolinischen Museen in Rom. Eloisa hält ihren Vortrag in englischer Sprache. Der Titel lautet Investigating Cassiano dal Pozzo's Paper Museum, Lights and Shadows. Eloisa, the floor is yours. Vielen Dank für die Einladung. And I just wanted to say that I'm replacing Professor Amanda Claridge. Unfortunately, she couldn't attend, but I was just really honored to be asked to replace her today. And I want to thank her and Rea Alexandratos, who is project manager for the Cassiano Paper Museum, because they contributed to my presentation. So thank you so much. Museo Cartaceo Paper Museum is the expression which Cassiano dal Pozzo himself used to describe his collection of archaeological drawings in a letter to the Jesuit Reinhold Denn of November 1654. This letter has been sometimes considered as a spiritual testament of the famous patron and collector, one of the protagonists of the Barberini Renaissance, and constitutes Cassiano's only known statement concerning his enterprise in assembling what was essentially the first visual encyclopedia of the modern age. Despite its dispersal and losses, the Dal Pozzo collection of drawings and prints remains one of the largest ever gathered, including more than 7,000 items documenting human knowledge in its various forms and disciplines. Scholarly research on the paper museum as a whole has been undertaken only since the late 1980s, when a project was established under the leadership of Francis Haskell, Jennifer Montagu, and Henrietta McBurney to publish a multi-volume catalogue raisonné of all known drawings and prints from the Dal Pozzo collection. The Dal Pozzo project has now almost come to an end with the completion of the publication of the volumes of prints and natural history drawings and the near completion of the last volumes of the series focused on antiquities and architecture, that is the four volumes on sarcophagi and other reliefs and the one volume on statues and busts on which I have been working with Amanda Claridge, main author and editor of the antiquities series. The extremely ambitious project of the catalogue raisonné, with its 33 volumes out of 37 published so far, has shed new light on almost completely unknown material, thus constituting an exceptional starting point to further research in the field of 17th century encyclopedic culture. At the same time, it has to be acknowledged that despite the huge amount of material investigated, many issues remain unresolved. Today, I will touch on two open questions that might find answers in the future, thanks to the development of the Antiquitatum Thesaurus project, the attributions of the drawings, and the original arrangement of the collection. The identification of the more than 20 draftsmen employed by the Pozzo brothers from the second decade of the 17th century until the mid-1680s relies chiefly on stylistic considerations, which rarely find any confirmation in the documents. No accounts or receipts related to commissions or purchase of the drawings have been found, and references to the draftsmen in other sources are very rare. Research has enabled scholars to name a few of the artists involved, but drawings by unknown and occasional draftsmen abound. One of Cassiano's main collaborators, already employed in the early stages of the formation of the collection, was the draftsman who Ingo Herklotz dubbed the Codex Ursinianus copyist. His identity is still disputed, but Vincenzo Leonardi, an apprentice of Antonio Tempesta, is the most plausible candidate. His draftsmanship and coloristic skills can be seen in some of the surviving drawings of a citrus fruit,
today at Windsor Castle amongst the best examples of their kind. The scientific attention to detail and ability to express the three-dimensionality of specimens with subtle modulations of water color and body color allow a significant number of antiquities drawings to be also attributed to Leonardi. Pietro Testa, the tormented etcher and painter from Lucca, was without any doubt the most prolific contributor to Cassiano's paper museum in the 1630s. Drawings associated with his hand, mainly in the bassi-rilievi antichi volumes at Windsor, share the same stylistic features. Testa's extensive involvement in the paper museum is supported by other sources, such as, for instance, Filippo Baldinucci's biography of the artist. Baldinucci was shown the collection by Cassiano's younger brother, Carlo Antonio, and his account describes the contents of five volumes of drawings by Testa divided by subject matter. However, the main problem is that even the drawings unanimously attributed to the Lucchesino, though having much in common, do not quite correspond to the work of a single hand. Obscure remains the identity of a highly skilled draftsman who delivered a series of beautiful black and red chalk drawings in the same years of Testa's employment. The fact that most of the objects he drew were displayed in the residences of Vincenzo Giustiniani could suggest that the artist was also working for the two volumes of the Galleria Giustiniana at the time. The name of François Perrier has been recently put forward. While the involvement with the paper museum of Pietro da Cortona at Leeds, one of his pupils, Giovanni Francesco Romanelli, is now unquestioned, the extent of Nicolas Poussin's contribution to the project remains unclear. Among the draftsmen employed by Carlo Antonio after his brother's death in 1657, one can mention Giovanni Battista Galistruzzi and a young Pietro Santebartoli. But Carlo Antonio himself lamented in 1666 the lack of a young man skilled in drawing these ancient things. The opportunity that the thesaurus will provide of comparing the Dal Pozzo material with the other drawings and prints produced in the same period will bring new perspectives to the sometimes hopeless exercise of attribution. The reconstruction of the development of the Dal Pozzo collections in the course of the 17th century is undermined by the lack of inventories and documentary sources. Cassiano might have started purchasing and commissioning antiquities drawings upon his arrival in Rome in 1612, but it is not until 1624 that we hear from Girolamo Aleandro the Younger, in a letter to his friend Peiresque, that Cassiano was planning to have all his drawings of bassi-rilievi antichi engraved. The task, however, proved impossible to achieve and was abandoned soon after. The drawings collections kept on drawing, nevertheless, becoming a point of reference for artists and scholars in the 1630s. From about 1635 to 1638, likely prompted by Vincenzo Giustiniani's Galleria, most, if not all, the Dal Pozzo drawings, probably previously housed loose-leaf in portfolios, were inlaid in standard folio size mounts and individually framed with double inclines. Notes dating to the same period indicate that Cassiano was working on a coding method which would link his antiquities drawings to ancient textual sources by their subject matter. The collection kept on growing after this mounting campaign, but drawings assembled after the late 1630s were provided with simpler mounts. In his letter to Dan, Cassiano claimed to have been emulating the antiquarian works of Pietro Ligorio in Turin. His knowledge of similar volumes in Farnese hands in Rome was probably mediated by Lucas Holstenius, who in the early 1640s had some on loan from which copies were made for the Barberini Library and for Cassiano, and who apparently subsequently contributed to the organization of the Dal Pozzo volumes of antiquities drawings.
Carlo Antonio, Cassiano's brother, refers to libri di disegni, di bassi rilievi antichi ed altre curiosità spettanti all'antico in some letters to Carlo Roberto Dati, author of Cassiano's funerary orations delivered to the Accademia della Crusca. In another letter, he says that the volumes were 23 in total, 17 bound, the other 6 as yet unbound, organized according to a scheme proposed by Olstenius. Dati combined this data in the synopsis of the collection, which he included in his oration, which divides Roman antiquities into 3 main sectors, res divinae, res humanae pacis, and res humanae belli, each subdivided into 50 categories. The relation between Dati's synopsis and the ordine of the collection sent by Carlo Antonio in a letter of August 1658 remains unclear. And trying to match the surviving drawings and volumes in their present form to the subject visions of the synopsis or Baldinucci's description is not of great help in reconstructing the original form. This is also the case with the so-called da Pozzo numbers to be found on antiquities and natural history drawings. They were presumably linked to inventories. This is certainly the case with the sequence running to 1379 that was associated with a running register of few acquisitions kept by Carlo Antonio from about 1639 down to his death in 1689. But the drawings included in the volumes described in the second half of the 17th century were rarely arranged by their Pozzo numbers. Only a few Dal Pozzo volumes seems to have escaped disruptions before or after the sale to Clement XI Albani in 1703. This is the case, for example, of Antichità Diverse, a fossil relic of the mid-17th century collection, and of the so-called Bassi Rilievi Antichi 10 volume. What happened to the other Libri di Bassi Rilievi Antichi mentioned by Carlo Antonio is less clear. The other volumes now at Windsor are certainly the result of multiple rearrangements that might have taken place both in the Albani household and in the Buckingham House bindery after the sale to George III. Given the uncertainties surrounding both the original mid-17th century organization of the Bassi Rilievi Antichi volumes and the attribution of the drawings to specific artists, the arrangement of the 1,055 in the forthcoming catalogue of sarcophagi and other reliefs represented a major challenge. The simplest solution might have been to publish the drawings in their present orders, as Cornelius Vermeule did in the 1960s. However, it was decided to be more ambitious, and to divide the corpus into 4 main categories. Drawings likely to have been commissioned by the Dal Pozzo brothers after actual objects, drawings by those same hands copying from 16th century pictorial sources, acquired drawings either bought or received as gifts, miscellaneous drawings of modern bas reliefs and studies or copies of modern paintings. Depending on the quantity of drawings involved, categories have been divided into multiple subgroups based on modern archaeological typologies and on the chronology of the drawings. Chronological subgroups follow the development of the collection as sketched above: 1620s, early stage, 1630s, peak, 1640s and after, mostly coinciding with Carlo Antonio's years. Several tables of concordance suggest alternative ways of ordering the drawings within the 4 sarcophagi volumes, mainly by individual hands and Pozzo numbering, by subject matter, by 17th century locations, and so on. However, what is impossible to achieve with the printed version of the paper museum, namely the instant visualization of multiple ways of ordering thousands of items, will be easy on a highly integrated digital form. Today, Dal Pozzo Antiquities drawings appear on various online databases, the Census, the Royal Collection Online, the Collections Database of the British Museum, the World Iconographic Database.
None of the mentioned databases in their present form can really exploit the immense potentiality of the most important drawings collection assembled in 17th century Europe. While the catalogue raisonné has overcome the major issue of the dispersal of the d'Abruzzo drawings and prints in many public and private collections all over the world, the separate development of online versions is evidently going into the opposite direction. In the 17th century, Cassiano and his paper museum were at the center of a wide network of contacts and exchanged information with scholars and antiquarians throughout Europe. This means that the inclusion of datasets related to the d'Abruzzo drawings within an integrated database such as the Antiquitatum Thesaurus is plainly of crucial importance. It will enable the comparison of the Corpus Puteanum with the other 17th century paper museums. Here it suffices to mention the Barberini and Giustiniani antiquities drawings, hopefully multiplying the chances of resolving quite fundamental issues such as the attribution of the drawings, the identification of the objects drawn, the relationships between original drawings, their copies and printed versions, the organization and development of the collections. At the same time, the d'Abruzzo Paper Museum continued to exert its influence into the 18th century, when in June 1762, 200 volumes of drawings and prints from the Albani Library, including the Paper Museum, were sold to George III. Winckelmann, who had had volumes on his own desk for almost 3 years, got extremely angry, having been unable to save anything of the collection. Some of the d'Abruzzo drawings, however, served as models for the engravings published in the Monumenti Antichi Inediti, and browsing through the d'Abruzzo volumes inspired Winckelmann in the development of his own encyclopedic effort. Thank you so much. Dear Eloisa, thank you very much for your presentation and the paper, which has indeed touched already a number of issues that we have also encountered in the first weeks and months of our work. Und wir springen aber gleich ohne weitere Pause zum nächsten Vortrag. Und unsere zweite Gastrednerin ist Elena Vajani. Auch sie ist eine exzellente Kennerin des Museo Cartaceo, zu deren Katalog sie unter anderem die Edition des sogenannten Antiquità Diverse Albums beigesteuert hat. Elena Vajani studierte Studi Classici an der Scuola Normale Superiore in Pisa und graduierte mit einer Arbeit über Montfaucons L'Antiquité Expliquée. 2001 wurde sie eben da mit einer Arbeit über Giovan Pietro Bellori, Francesco Angeloni und Leonardo Agostini promoviert. Es folgten zahlreiche Forschungsverträge und Fellowships an der Scuola Normale sowie in Neapel, Paris und Florenz. Sie ist bestens vertraut mit einer Vielzahl derjenigen Protagonisten der Epoche der Antiquare, mit denen das Thesaurus-Projekt sich beschäftigen wird und deren Namen heute bereits mehrfach gefallen sind oder noch fallen werden. In ihrem heutigen Vortrag reflektiert sie jedoch die Geschichte und die verschiedenen Bedeutungsebenen des Leitbegriffs Thesaurus. Elena hält den Vortrag in italienischer Sprache. Ihr Titel lautet Thesauri Antiquitatum Storie es Fide. Elena, la parola è tua. Allora, prima di cominciare desidero ringraziare tutto il gruppo di lavoro di Antiquitatum Thesaurus per avermi invitato a questa presentazione. Il professor Pfister e in particolare Timo Strauch e Cristina Ruggera, ai quali ho più volte espresso il mio entusiasmo per un'impresa tanto importante come quella che sta per cominciare. La prima cosa che mi ha colpito del progetto è proprio il suo titolo, è il nome Thesaurus Antiquitatum, che è un titolo così familiare ma anche impegnativo per chi si occupa di antiquaria, eppure mi pare anche relativamente poco usato, soprattutto a livello di corpora contemporanee di immagini dall'antico. E quindi mi piacerebbe per questa presentazione tracciare una piccola storia della parola Thesaurus, che già peraltro è stata citata dal direttore dell'Accademia, proprio per vedere in che tradizione si inserisce questo progetto e qual è l'origine della parola relativamente appunto alla sua applicazione alle opere di antiquaria. Che cos'è dunque un thesaurus? Thesaurus deriva dal greco, thesauros, che ha come significato fondamentale deposito o magazzino.
Poi la parola ha preso altri significati a seconda di quello che quel deposito e quel magazzino contenevano. Cose preziose, oppure sapere, cultura. In particolare, in linguistica designa lessici, dizionari, gli insiemi di tutte le parole di una lingua. Alcuni esempi li vedete nella slide. Il significato con cui siamo tutti noi più familiari è invece quello di repertorio, corpus, enciclopedia. E in questo particolare significato l'origine è stata indicata in un autore medievale, niente meno che nel maestro di Dante Alighieri, Brunetto Latini, che negli anni 60 del 1200, esule in Francia, ha scritto in langue d'oil un'opera in tre libri chiamati Les Livres du Trésor. Di che cosa trattano questi Livres du Trésor? Latini dice che voleva riunire in un piccolo luogo cose di grandissimo valore. Ho messo nella slide l'inizio, l'incipit dell'opera. Come un signore ammassa ogni ricchezza non solo per diletto, ma che per accrescere il proprio potere, per mettere al riparo il suo stato in pace e in guerra, così il tesoro vuole essere un contenitore che raccoglie una summa di estratti di sapienza e filosofia. Un deposito, appunto, come il significato di thesaurus originario, però fatto di una compilazione di testi diversi, ordinata, e testi che sono antichi e medievali, in latino e in lingua volgare, e di varie discipline, di discipline diverse. Tutti questi testi sono scelti e risistemati per formare quella che è considerata la prima enciclopedia, una delle prime enciclopedie scritte in lingua volgare. Se quindi i tesauri linguistici sono un censimento di tutti i termini, quindi un insieme completo di termini di una lingua, un tesoro di conoscenza da Brunetto Latini in poi designa certamente un insieme vasto e composito, una somma di discipline, ma in qualche modo scelto e ridotto in uno spazio diverso rispetto a quello originario. Questo è il senso in cui dobbiamo declinare anche un antiquitato, un thesaurus, cioè un tesoro di antichità scelto, di antichità selezionate e ordinate. E ci possiamo chiedere se sono esistiti tesauri di questo tipo e quali nomi hanno avuto. Una sorta di ponte tra la linguistica e l'antiquaria è costituita, a mio avviso, dal Thesaurus Re Antiquari Uberrimus di Ubergoltius, pubblicato nel 1579. Questo Thesaurus è di fatto un lessico di appellativi, nomi geografici, nomi di famiglie, di qualsiasi, diciamo, nomenclatura riguardante il mondo antico, che però non si basa sulle fonti letterarie, ma sulle fonti antiquarie, in particolare, come vedete nel riquadro in basso a destra, iscrizioni e monete. Non si tratta di un'opera illustrata, si tratta di un'opera in cui le fonti antiquarie sono trattate come fonti linguistiche. Ma il ponte, diciamo, che porta i tesauri verso le monete è poi costituito dai tanti tesauri di monete che sono pubblicati nel corso del 500 e soprattutto del 600. Anche perché tra le monete e il tesoro c'è quasi un'affinità elettiva. Tesori sono anche tesori di monete. Quali sono i tesauri di monete? Ce ne sono diversi, ne ho scelti tre, che sono quelli pubblicati da Gorleo e da Charpentin. Cos'è che unifica, diciamo, queste opere? È il fatto di essere relative a una sola collezione. A volte la collezione è dello stesso autore, nel caso di Gorleo e della prima opera di Patin, a volte di collezioni invece altre, è il caso della collezione di Pietro Morosini, sempre nel catalogo di Patin. E sono quindi spesso legati ad una collezione, e un autore particolarmente interessante in questo senso è Lawrence Beger. Perché Beger pubblica i suoi cataloghi delle collezioni palatine dell'elettore di Brandeburgo, intitolando tra l'altro il suo Thesaurus ex Thesauro Palatino Selectus, quindi un doppio Thesaurus. Thesaurus è sia il catalogo, sia il museo che quel Thesaurus descrive, creando quindi un legame molto forte tra il Thesaurus e il museo. È la stessa, sempre con Thesaurus,
ma solo riferito al catalogo, pubblicherà poi anche il, appunto, il catalogo della collezione di Brandeburgo. È un'evoluzione dei tesauri di monete. Nel caso, nel primo caso si aggiungono le gemme, nel secondo caso, come sappiamo, si aggiungono anche varie antichità, statue, bronzetti, lucerne, eccetera. Quindi si arriva a Thesaurus all'interno di un museo di antichità. Possiamo però chiederci se c'è qualche opera che va oltre i confini di un museo. Ce ne sono diverse. Ce ne sono diverse, anche se non sempre sono chiamati tesauri. Mi collego a quello che ha detto Eloisa Dodero prima. Abbiamo grandi collezioni e grandi raccolte generali sull'antichità, sin dal Cinquecento, la raccolta impressionante di Piero Ligorio, rimasta manoscritta. Non sono esperta di Ligorio, non so se la raccolta di Ligorio è mai stata chiamata da lui o da altri un thesaurus, anche se in effetti lo è, con una grande prevalenza delle fonti scritte sulle immagini, ma comunque con l'idea di dare un'immagine complessiva del mondo antico. Nemmeno Cassiano chiamò la sua grande raccolta Thesaurus, inverte rispetto a Ligorio, che, come ha mostrato Eloisa, era in un certo di cui si riteneva in un certo senso il continuatore, ma inverte il rapporto tra testo e immagine, fondando la sua raccolta esclusivamente sulle immagini. Si può parlare in un certo senso di un'evoluzione nel Museo Cartaceo, come ha mostrato Eloisa, in cui ad un certo punto, nel momento in cui si tenta di organizzare la raccolta secondo uno schema classificatorio più preciso, allora forse ha assunto, quantomeno nelle idee, l'aspetto di un thesaurus, non solo un'organizzazione di disegni, ma anche uno schema che dà un'interpretazione complessiva dell'antichità. Quindi in questo senso forse è stato ad un certo punto concepito come un vero e proprio thesaurus. Chi fa un passo ulteriore in questo senso per il discorso che ci interessa è un autore che ritengo particolarmente interessante e che pubblica il Romanum Museum quando oramai la raccolta del Museo Cartaceo si sta esaurendo verso la fine della vita di Carlo Antonio Dal Pozzo, ma quello che qui ci interessa è che nel titolo Michel-Ange de la Chausse esplicita, diciamo, la coesistenza, la compenetrazione tra l'idea di museo e di thesaurus. Il suo Romanum Museum, Sive Thesaurus Erudite Antiquitatis, è una raccolta, a mio avviso, molto elegante e assolutamente, diciamo, erudita di antichità contenute nelle raccolte romane. Non è un museo reale, come quello di Cassiano è un museo ideale, un museo virtuale potremmo dire oggi, un grande museo che ha i confini, nel caso di De la Chausse, nella città di Roma. Ci riporta De la Chausse più o meno al livello di Beger, che un thesaurus come un catalogo di un museo reale o immaginario o, diciamo, ideale. Nel caso di De la Chausse, forse rispetto ai suoi predecessori come Cassiano dal Pozzo, come Ligorio, manca probabilmente l'aspetto più enciclopedico. Nella classificazione che De la Chausse dà del suo contenuto, non c'è l'idea di descrivere o di dare un'idea complessiva del mondo antico, quanto semplicemente di ordinare per tipologia, ma per tipologie tipo gemme, lucerne, oggetti della vita quotidiana, le antichità che man mano aveva scelto. Il Romanum Museum, come, diciamo, il Thesaurus di Beger, sono musei scelti, sono cataloghi scelti, che però rimangono nei confini reali o ideali di un museo. Ci vuole qualcosa, diciamo, per avvicinarsi all'idea di questo progetto che vada al di là dei confini del museo. Pochi anni dopo la pubblicazione del Romanum Museum, vengono pubblicati invece due grandi tesauri che proprio nel titolo esplicitano l'idea del Thesaurus Antiquitatum. Sono le grandi opere di Grevio e di Gronovio, che però ancora una volta hanno delle caratteristiche molto particolari. Se a partire da Cassiano dal Pozzo, della Chausse, anche dei cataloghi di Beger,
diciamo, l'elemento fondante erano le immagini. Nel caso di Grevi e Gronovio, l'elemento fondante sono i libri nella loro interezza. Se dovessimo descriverle con dei termini moderni, potremmo parlare più di biblioteche virtuali, come abbiamo parlato di musei virtuali in un certo senso per Cassiano dal Pozzo. Si tratta di raccolte di libri interi che trattano rispettivamente di antichità greche e romane intese in senso piuttosto largo. Lo sforzo di queste fonti sono anche ordinate secondo un principio tematico: le descrizioni di Roma, le leggi, la geografia, le regioni, eccetera. Bene, tutto questo lavoro, che è stato impressionante, che ha avuto diversi supplementi, che sono quelli che vedete nella slide, è difficilmente sottostimabile come importanza. Sicuramente hanno un carattere compilatorio questi due tesauri, ma sono il primo vero tentativo di dare un quadro complessivo del mondo antico attraverso l'erudizione europea dal 500 in avanti. Sono composti secondo la prospettiva più familiare ai loro autori, cioè l'edizione di testi che molto spesso sono anche tradotti in latino per raggiungere il più ampio pubblico possibile. Le Antiquitates, in un certo senso, sono le antichità varroniane, quindi la civiltà greca e romana nel loro complesso. La precedenza è data ai libri, e però in questo modo si supera l'idea del museo per avere uno sguardo allargato a tutta la civiltà del passato. Non solo, c'è un elemento che credo piuttosto importante: il fatto di tradurre queste opere in latino, il fatto di avere una vasta rete di corrispondenti, allarga anche la platea non solo del pubblico, ma anche delle fonti utilizzate. Si prevede sia tra gli autori che tra i fruitori una comunità di studiosi del passato e del presente e afferenti, diciamo, a tutto il mondo europeo. Questo grande sforzo di Grevio e Gronovio di riunire tutto ciò che di rilevante era stato scritto sull'antichità è apprezzato anche ovviamente da Bernard de Montfaucon. Ne ha già parlato ampiamente la professoressa De Coulteau. Vorrei solo sottolineare che, partendo proprio dalla descrizione dell'importanza di Grevio e Gronovio, Montfaucon spiega le sue scelte. Apprezza il fatto che Grevio e Gronovio abbiano riunito tutto quello, cito dalla prefazione dell'Antiquité Expliquée, tutto ciò che una persona faticherebbe a trovare in tutta la sua vita. Però il problema, secondo Montfaucon, è: davanti a 36 volumi, cioè alle opere di Grevio e Gronovio più di tutti i supplementi, la perplessità è che lo studio probabilmente diventa difficile. Uno studioso si demotiva perché sono troppo grandi. E non solo, nel contenere tutta una serie di testi, molto spesso hanno incluso delle posizioni erudite contrastanti tra di loro. Quindi è piuttosto difficile, se ci si vuole avvicinare allo studio del mondo antico, orientarsi non solo nella quantità delle opere riunite, ma anche nelle varie posizioni dei singoli autori. Montfaucon quindi fa una scelta completamente diversa. Riparte dalle immagini, quindi recupera la tradizione di mettere al centro le immagini, quindi sceglie per la sua opera solo opere illustrate, e all'interno di queste opere illustrate opera un'ulteriore scelta di immagini che poi ricompone nella suddivisione generale della sua opera. Mi fa molto piacere che il progetto preveda un approfondimento proprio delle fasi costitutive dell'Antiquité Expliquée, perché si mostra molto bene proprio il metodo di lavoro di Montfaucon e come abbia scelto consapevolmente le immagini da inserire, inquadrandole in una idea del mondo antico strutturata sistematicamente per classi. L'impresa eccezionale di Montfaucon consiste nel fatto di essere stato probabilmente l'unico autore di un'opera complessiva sull'antichità, a partire direttamente dalle immagini, a operare una scelta precisa del contenuto, a controllare direttamente ciò che voleva pubblicare, a ridurre davvero, per ritornare a Brunetto Latini, a ridurre davvero una grande quantità di informazioni in uno spazio da lui definito e a creare relazioni fra le varie immagini,
facilitato in questo ad averle ordinate secondo criteri strettamente tematici. Per quello che abbiamo detto sin qui, l'Antichite Expliqué è un thesaurus, è forse il più thesaurus dei tesauri che abbiamo citato finora, e forse anche un census ancora prima del census moderno, è una scelta di immagini di tutto ciò che poteva essere noto ai suoi contemporanei. Ma l'idea di un deposito di conoscenza, l'Antichité Expliqué non si chiama Thesaurus, si chiama Antichité Expliqué, è probabilmente sovrascritta dall'idea di imparare l'antichità e dal desiderio di staccarsi dalla tradizione dei tesauri di Grevio e Gronovio. Per Monfaucon il fine della sua opera è quello di dare uno strumento per conoscere tutto ciò che riguarda il mondo antico, in un tempo che lui anche esplicita, dice che secondo lui si può imparare tutta l'antichità in 2 anni. E quindi se un thesaurus è un repertorio a cui attingere quando serve, Monfaucon concepisce invece la sua opera come quasi un corso di studi, da leggere dall'inizio alla fine. Una scelta consapevole per marcare così ancora più nettamente la distanza dai suoi predecessori. E quindi, secondo Monfaucon, la sua opera quantomeno non meritava o non voleva esplicitamente essere chiamata Thesaurus. Io penso che questo progetto, Antiquitatum Thesaurus, si ponga in un certo senso nella linea di questi grandi corpora. Al netto delle ovvie differenze di strumenti e di possibilità. Come già stato sottolineato, soprattutto tra tutti questi è Monfaucon che mi sembra che guidi e leghi i vari temi in cui è suddiviso il progetto. Si deve proprio alla scelta del titolo di questo progetto il fatto di aver, diciamo, ricostituito e ridato all'Antichité Expliqué anche il ruolo di Thesaurus, che è quello che in fondo tutti immaginiamo e tutti le attribuiamo avendo familiarità con altri tesauri. In questa tradizione, diciamo, ecco, facendo proprio un richiamo così esplicito a questa tradizione di opere, Antiquitatum Thesaurus ora probabilmente si può porsi delle sfide diverse, e forse anche queste stesse opere chiedono qualcosa a Antiquitatum Thesaurus. Io credo personalmente, avendo guardato il sito, che forse tutte queste fonti adesso abbiano la possibilità, grazie al Thesaurus, di avere una nuova lettura, di essere trattate non solo in maniera ampia, non solo in relazione ai singoli oggetti, ma anche proprio nel loro complesso, per dare un nuovo sguardo sull'antiquaria. Alcune si possono evidenziare elementi che sono stati magari poco considerati in passato, per esempio il discorso sulle periferie, su cosa ciascuna area geografica chiamava l'antichità, la propria antichità. Si può probabilmente andare oltre le differenti fasi della fortuna iconografica di un oggetto per valutare la ricaduta a livello culturale della diffusione di quelle immagini o della mobilità degli oggetti. Come sottolineava all'inizio il professor Nesserrat, valutare il rapporto tra oggetti veri e falsi, autentici e non autentici, ma anche riguardo alle piccole antichità, fra oggetti antichi e moderni, che spesso nelle collezioni stavano fianco a fianco. La relazione tra le opere maggiori e le opere minori, tra le grandi antichità, in un certo senso, i grandi bassorilievi e le piccole antichità, e così via. Credo quindi che in un certo senso nel tracciare la storia culturale di tanti oggetti e di tante testimonianze visive nell'età moderna, credo che il Thesaurus potrà anche fornire elementi per una lettura più generale dell'antiquaria europea. E credo anzi che il valore di questo Thesaurus debba essere pensato proprio nella capacità di cambiare il nostro sguardo proprio su questa tradizione, su quella stessa tradizione su cui così solidamente e a mio avviso fortunatamente poggia le sue fondamenta. E con questo vi ringrazio. Cara Elena, ti ringraziamo anche noi per questa presentazione, l'importante contributo che ha messo a fuoco in tante le implicazioni e sfumature del concetto di Thesaurus. E mi ricordo bene che quando noi eravamo
impegnati a trovare un titolo per il progetto. Abbiamo tentato almeno di prendere alcuni di questi aspetti che hai illuminato appena. E penso che ci sono tanti aspetti che meritano di approfondire in futuro. Grazie ancora per la presentazione. Kommen wir zum letzten Beitrag unserer Gastrednerin den hält Veronique Krings. Sie lehrt römische Geschichte an der Université de Toulouse-Jean Jaurès. In wenigen Wochen erscheint der von ihr herausgegebene Sammelband L'Antiquité expliquée et représentée en figure de Bernard de Montfaucon, Histoire d'un livre, mit 23 Beiträgen. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung liegt auf dem Gebiet des Antiquarianismus im Süden Frankreichs in der frühen Neuzeit, wobei sie ihren Blick aber immer auch bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart hinein richtet. Heute Abend nimmt sie uns mit ins Südfrankreich des 18. und 19. Jahrhunderts und spricht in französischer Sprache unter dem Titel Paris, Provence, 18e jusqu'à 19e siècle, à chacun son antiquité. Cher Professeur Krings, la parole est là. Je voudrais remercier pour commencer les organisateurs de cette journée et ceux qui portent ce beau projet qui a commencé et qui je l'espère, disons, va durer de nombreuses années pour nous éclairer, comme vient de le rappeler aussi la collègue sur l'antiquarisme moderne. Alors l'antiquarisme moderne, il est traditionnellement étudié par le biais des grandes figures qui l'ont incarné, en instruisant de façon privilégiée les dossiers pays par pays et en retenant de façon récurrente la fourchette chronologique des 16e-18e siècles. Il est toutefois devenu courant d'étendre l'approche en y intégrant des figures d'antiquaires moins imposantes, en ouvrant le cadre spatial à l'échelle monde et en descendant dans le temps vers un passé très reculé. Alors pour l'historienne que je suis, pour qui la question du temps est une préoccupation constante, la contextualisation des figures d'antiquaires et de leurs œuvres s'avère un passage obligé. Or, l'antiquarisme moderne ne fut pas, loin s'en faut, un long fleuve tranquille. De surcroît, on ne mesure pas toujours bien, à mon sens, le poids qu'ont, aujourd'hui encore, sur notre perception de l'antiquarisme, les écarts qui jalonnent la réception de tel ou tel antiquaire ou réalisation antiquaire. Ainsi en est-il du Nîmois Jean-François Séguier, le péresque Nîmois, comme le surnomme Fumaroli, aujourd'hui une figure reconnue de l'antiquarisme du midi de la France. Vous nous regardez, vous autres, messieurs de Paris, comme des gens qui sont faits pour vous servir et vous ne nous payez pas en retour. Voilà ce que c'est d'être au fond d'une province dénuée de toutes ressources, envoyée le 9 décembre 1757 à son compatriote Léon Ménard, installé à Paris, transpire d'abord la rivalité entre les deux hommes autour du déchiffrement de l'inscription de la Maison Carrée et de la question de l'identification du monument et de sa datation. Le 19e siècle, j'en dirai deux mots, Nîmois et français, sera à nouveau le cadre d'ailleurs d'une rivalité autour de cette question. Et lorsque Gaston Boissier, l'auteur des promenades archéologiques Nîmois d'origine puis installé à Paris, évoque à plusieurs reprises Séguier, c'est au miroir de lui-même qu'il le donne à voir. Alors je voudrais dire deux mots donc, sur le contexte Nîmois en 1758. Donc, en 1758, donc quelques mois après la phrase que vous venez de lire, Jean-François Séguier, le savant nîmois, écrit à nouveau à Léon Ménard, cette fois pour lui exposer la reconstitution qu'il vient d'achever de l'inscription donc, du fronton de la Maison Carrée de Nîmes à partir des trous laissés par les tenons qui en retenaient les lettres désormais disparues. Alors, ça faisait un certain temps que la question préoccupait les deux hommes.
Le premier, donc Séguier, à droite à l'écran, était revenu à Nîmes depuis peu après le décès à Vérone en 1755 de Scipionnet Maffei. Et il jouit à son retour à Nîmes, dans sa cité natale, de la renommée qu'il a acquise auprès du Véronais. Il préside l'Académie de Nîmes qui fonctionne à nouveau depuis 1752. Le second, donc à gauche, Léon Ménard, lui est aussi originaire du Midi, mais il a quitté le Midi, il est installé à Paris et depuis 1747, il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et en 1758, il boucle l'écriture de son histoire de Nîmes et il la termine par un tome, 7, largement consacré aux antiquités nîmoises. Et pour la réalisation, on va dire, de cette entreprise, il dépense sans compter pour accompagner celle-ci de gravure. Alors, que représente la maison carrée à Nîmes et à Paris au milieu du XVIIIe siècle? À Nîmes, ça signifie pour Séguier, qui est sur place, s'il veut travailler, disons, d'être dans de bonnes conditions, puisque, comme on le voit, et il le raconte dans la lettre à Ménard que je viens d'évoquer, il peut construire un échafaudage, et à partir de ce moment-là, il est dans de bonnes conditions, techniquement, matériellement, pour travailler. Et cette lettre de Ménard, comme on a pu l'écrire, est un magnifique récit de découverte qui obéit aux règles du genre. Et je signalerai en passant, parce que une place de mon intervention d'aujourd'hui, une place importante, est réservée aux correspondances et à leur apport dans les dossiers qui nous intéressent, c'est que pour cette longue lettre que Séguier a écrite à Ménard, il a gardé les brouillons, preuve que cette lettre a dû lui coûter de la peine et que cette lettre aussi comptait beaucoup à ses yeux. Donc, en 1758, Séguier est heureux d'écrire une lettre à Ménard où il lui donne donc le résultat de son interprétation. Et ce n'est qu'un an plus tard, en 1759, qu'il publiera en français, donc pour un large public, sa dissertation sur l'ancienne inscription de la maison carrée de Nîmes. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Séguier, c'est une moins bonne nouvelle pour Ménard, puisque ce qui apportait pour l'un et pour l'autre, c'était d'avoir la primeur. La primeur, elle est donc pour Séguier. Ménard est un peu dépité sûrement, et donc c'est cette rivalité que j'évoquais il y a un instant entre les deux hommes, mais Séguier n'aurait pas pu faire aboutir, donner écho, on va dire, à sa découverte s'il n'y avait pas eu Ménard. Pourquoi? Parce que Ménard, il est à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et donc c'est d'ailleurs à ce titre aussi que Séguier lui écrit, pour qu'il serve de relais auprès des membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et en particulier, au sein de celle-ci, il y a l'abbé Barthélemy. L'abbé Barthélemy, quand même, qui vient de s'illustrer en 1754 en traduisant les inscriptions de Palmyre et en déchiffrant le palmyrénien, et qui, à ce moment-là, en 1758, a fait un nouveau coup de maître en déchiffrant le phénicien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on en a un, Séguier, qui est à Nîmes, sur le terrain, qui a accès au monument, alors que Ménard, lui, n'a pas accès au monument, mais il est à Paris et il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ça, c'est pour la situation au milieu du XVIIIe siècle. Je dirais juste quelques mots sur ce qui se passe au XIXe siècle, dans l'idée donc d'évoquer les enjeux qui continuent à tourner autour, disons, de cette maison carrée et surtout autour de la personnalité du péresque nîmois. Donc le monument, il était emblématique de la cité au XVIIIe siècle, il l'est toujours au milieu du XIXe siècle. Et en 1857, Gaston Boissier, que tout le monde ne connaît peut-être sûrement pas, mais qui était un grand latiniste français, donc qui est originaire de Nîmes, va à plusieurs reprises écrire sur Jean-François Séguier.
Je ne vais pas développer le sujet, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 1857, on se situe à un moment où Boissier va utiliser la figure de Séguier pour défendre des idées qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec Séguier lui-même. Par exemple, il ne parle jamais du grand succès qui a été le déchiffrement de l'inscription de la Maison Carrée. Pour prendre un exemple, en 1857, ce qu'il retient, c'est que Séguier aimait tellement son pays, qu'il a tellement sa ville, qu'il a voulu lui faire cadeau, disons, de ses recherches. Et surtout, c'est pour Boissier, c'est ce que je voulais dire lorsque je dis qu'il regarde Séguier comme il se regardait dans un miroir, c'est aussi pour Boissier l'occasion de mettre en évidence le fait qu'il a utilisé la correspondance de Séguier et que sans lui, cette correspondance, je le cite, elle traîne, elle se couvre de poussière. Et c'est l'occasion pour lui aussi donc, de faire connaître une correspondance inédite. Et je rappelle le contexte, on est au 19e siècle, c'est le grand siècle des publications de correspondance de nos antiquaires et elles sont exploitées évidemment comme on les exploite au 19e siècle, c'est-à-dire plutôt pour rechercher à établir une biographie du personnage ou pour trouver des bons mots ou quelque action, quelque anecdote. C'est du reste d'ailleurs, ceci dit en passant, ce que fera un peu de Breuil lorsqu'il racontera la biographie de Montfaucon et la Société des Bernardins de Saint-Germain à partir des correspondances qui étaient à la BNF et donc qu'il a largement utilisées. Encore deux mots sur le contexte nîmois du milieu du 19e siècle. Je m'étais demandé pourquoi est-ce que Boissier donnait cette image, on va dire, en fin de compte, à part l'amour de Séguier pour sa patrie, il n'y avait pas une image très favorable de Séguier. Et en se plongeant dans le contexte nîmois du XVIIIe siècle et dans le contexte français du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'autour de la Maison Carrée et surtout autour de ce savant antiquaire, il y a toujours des enjeux qui ne sont pas ceux du XVIIIe siècle, en tout cas pas totalement les mêmes, mais qui s'explique par le mouvement de centralisation qui est alors en marche en France et où les sociétés savantes locales ont parfois difficile à trouver leur place. Et dans ce cas-là, un monument comme la Maison Carrée, un personnage comme Jean-François Séguier peut être approprié, on va dire diversement, par des acteurs locaux. Et c'est ce qui se passe à Nîmes autour, disons, de cette figure. Donc, à travers le cas de la réception de Séguier, c'est aussi, disons, la situation générale, la façon dont le patrimoine antique est perçu à Paris et en province qui se pose. Alors, vous avez lu pendant que je parlais peut-être aussi ce projet que Barthélemy exposait à Caylus. Vous voyez, c'est un monument, la Maison Carrée, que l'on pourrait proposer au ministre de Louis XV, donc faire transporter la Maison Carrée à Paris. Alors, en 1778, Charles-Louis Clérisseau, qui a finalement donc produit un magnifique ouvrage sur les monuments de Nîmes, propose cette gravure de la Maison Carrée. C'est une très belle gravure qui a coûté très cher, c'est un in-folio, c'est des plaques de grand format. Et ce que je trouve intéressant de noter, c'est que ce qui est assez rare dans les représentations de la Maison Carrée, me semble-t-il, c'est qu'il a transcrit sur le fronton l'inscription qui avait disparu et qui n'était plus visible que par les trous laissés par les différentes lettres de l'inscription. Et en 1778, il propose cette gravure et en 1804, il propose dans la réédition du volume une deuxième gravure, estimant probablement
parce que probablement pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que la première gravure pouvait apparaître trop froide, comme on l'a montré. Et ici, donc, il propose une gravure où la maison carrée est vue de gauche, où il laisse voir un petit peu, et en partie imaginaire, les dommages que le temps a fait subir au monument. Et en écho à ceci, on a sur le sol des fragments architecturaux. Vous voyez aussi des personnages, il y a tout un contexte pictural qui est mis en place. Et là aussi, il reproduit sur le fronton du monument, qui est bien mis en évidence, l'inscription que Séguier avait transcrite. Et je pense que c'est peut-être là, dans cette façon de reproduire l'inscription sur le fronton du temple, d'une certaine façon, une dette qu'il avait acquise par rapport à Séguier, puisqu'il avait beaucoup, il était venu à Nîmes, Clérisseau, et il avait pu compter, on va dire, sur l'aide de Séguier. Donc je pense que c'est un hommage qu'il lui rend en gravant, en reprenant l'inscription sur le fronton. Donc, la voilà, telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Alors, l'apport des correspondances, je voudrais en juste dire deux mots, c'est que dans le cas de Séguier, c'est 3500 lettres reçues, 800 lettres écrites de sa main. Les éditions qui ont eu lieu au XIXe siècle, ou encore celles parfois que l'on fait aujourd'hui, elles ont évidemment l'énorme avantage, mérite, intérêt de faire connaître ces publications, mais souvent on les sort des papiers, des savances, comme on le fait d'ailleurs, comme ça a été fait pour Montfaucon, et donc du tas de papiers auxquels elles appartenaient. Alors, Séguier pouvait les classer d'une certaine façon, Montfaucon d'une autre, mais on les retire de ce contexte pour les éditer. Et donc, il me semble qu'il est important aussi aujourd'hui, et c'est ce qui se fait évidemment dans les études sur les correspondances, de prendre connaissance de cette décontextualisation et d'autant plus donc de recontextualiser les lettres et tout l'appareil documentaire qui, le cas échéant, les accompagne. Alors pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les relations qu'un Montfaucon ou qu'un Caylus ont entretenues avec les antiquaires du Midi. Et reprendre, puisque c'est sur cette voie que je me suis engagée, le cas de Nîmes. Puisque au XVIIIe siècle, comme au XIXe siècle, les antiquaires du Midi tiennent, de par la richesse en antiquités, en monuments qui sont encore visibles, qui sont encore en place dans leur région, mais aussi, et par les cabinets de curieux, enfin les cabinets qu'il possède, où il y a des œuvres locales, mais beaucoup aussi d'œuvres qui, par le canal de Marseille, sont arrivées de d'autres coins de la Méditerranée, notamment beaucoup de pièces égyptiennes qu'on retrouve dans ces cabinets. Bref, ces antiquaires du Midi occupent une place importante dans l'élaboration des savoirs relatifs à l'Antiquité tels qu'ils apparaissent dans les recueils de Montfaucon ou de Caylus. Et leur participation à ces entreprises, qui à mon sens mérite vraiment d'être étudiée avec minutie, elle passe aussi par les correspondances qui, à cet égard, constituent à mon avis une source très très riche, dans la mesure où les antiquaires du Midi, ils échangent par ce canal, par les écrits entre eux, mais également avec leurs homologues parisiens. Homologues parisiens qui eux évoquent souvent les antiquaires du Midi comme étant les savants du pays. Donc il y a évidemment un décalage à cet égard. Alors vous lisez ici, donc ça c'est la façon dont dans ces notes bibliographiques comment Montfaucon évoque Nîmes, et donc des monuments, c'est l'amphithéâtre, c'est la maison carrée, c'est le temple de Diane, c'est la tour Magne. Sauf erreur de ma part, dans l'Antiquité expliquée, ce qu'il donne à voir, donc, ce sont donc les grands monuments de Nîmes. Ici, par exemple, là, une planche de la maison carrée, dont une lettre du chanoine Follard à son frère, le chevalier Follard, donc le 16 avril 1723, évoque toute la
tout le plaisir et toute l'admiration qu'il porte à l'entreprise de Montfaucon. Vous me lisez assurément. Voilà, il a appris mille choses, dit-il, en lisant Montfaucon. Mais ce qu'il dit, il évoque voilà, ce dessin de la maison carrée, Follard Vianim, donc il sait bien aussi de quoi il parle. Et il dit, il n'est pas content du dessin qui a été gravé dans l'Antiquité expliquée. Il s'en explique. Et on touche là alors à des sujets qui est le à mon sens, un des plus intéressants à étudier dans la correspondance de Montfaucon, qui est justement les relations, la façon dont il envisage le travail du dessinateur et le travail du graveur, et dont il s'en entretient avec ses correspondants, ceux du Midi, mais également ses correspondants à l'échelle européenne. Et donc, la question des planches et de la qualité de celle-ci, elle a évidemment, dès la sortie de l'ouvrage, et a fortiori d'ailleurs après la disparition de Montfaucon, suscité, il a fait couler beaucoup d'encre. Le Dousseau qui est signalé ici dans cette dernière ligne, dont Dousseau, je pense pouvoir dire sur la base d'un article d'ailleurs qu'il y aura dans le volume qui va paraître, que c'est un des deux bénédictins à l'abbaye de Saint-Germain qui a largement aidé Montfaucon dans l'élaboration de son travail, puisque c'est Montfaucon, mais c'est aussi, et c'est Montfaucon qui est aux manœuvres, mais c'est aussi une équipe qui est avec lui au sein de l'abbaye. Alors avant, pour terminer, je voudrais juste évoquer en quelques mots Caylus. Caylus qui quand même dans son recueil tome 2 consacre plusieurs pages aux antiquités de Nîmes. Antiquités de Nîmes suivies de celles de Paris et puis de celles de Bavay. Et sans m'étendre trop longuement sur le cas de Caylus, il est intéressant évidemment de rappeler que son rapport aux antiquités n'est pas le même que celui de Montfaucon. J'enfonce des portes ouvertes, qu'évidemment il a bénéficié de l'entreprise de Montfaucon, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à citer, mais il me semble que ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on voit que ce qui intéresse Caylus à Nîmes, ce n'est pas tant la maison carrée, les monuments, que tous ces objets qu'il va reprendre dans son recueil. Le site de l'INHA en recense 76, donc 76 objets dans le tome 2 du recueil. Il y a encore une évocation dans le tome 3 du recueil des antiquités de Caylus, et des objets qui viennent pour l'essentiel de La Fontaine. Et c'est ce qui me semble intéressant de noter, c'est qu'entre Montfaucon et Caylus, il y a eu les découvertes, les fouilles qui ont été faites à partir de la fin des années 30, début des années 40, à Nîmes. Séguier n'était pas là, du reste, Ménard, par contre, était présent. Et je pense que pour ce qui est du rapport avec les antiquaires du Midi, avec les antiquités nîmoises, la position de Caylus s'explique pas seulement évidemment, mais aussi à la lumière de ces fouilles qui ont eu un écho local, mais aussi un écho national, un écho parisien, puisque s'est posé la question de savoir où allaient les découvertes faites à La Fontaine. Il était prévu qu'elles aillent enrichir le cabinet du roi à Paris. Manifestement, un certain nombre ont trouvé refuge dans le cabinet de Caylus. Elle pose la question du bâti, évidemment l'identification du bâti, que je ne vais pas développer ici, mais la question aussi de la circulation des objets. Et je voudrais terminer en évoquant le fait qu'à cette occasion de nouveau, d'ailleurs, ces découvertes ont été présentées à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On retrouve les mêmes acteurs que ceux déjà cités précédemment, puisque tout cela se passe dans les années 1756, 57, 58, donc au moment où Séguier aussi des chiffres l'inscription de la Maison Carrée,
que les antiquaires, on va dire, locaux ont été largement utilisés, même si on peut avoir le sentiment qu'ils ont été traités avec un certain dédain à Paris lors des réunions de l'Académie. Et donc, je voudrais terminer en citant Caylus, qui évoque ce qui, pour lui, est un des aspects, on va dire, de la démarche de l'antiquaire et qu'il a pratiqué, me semble-t-il, lui-même. Et revenir sur une idée que je ne suis pas la première, évidemment, à évoquer ce soir, c'est que les hommes circulent, les idées circulent. Dans les correspondances, les idées, elles se construisent et elles circulent. Les objets circulent, les images, évidemment, circulent aussi. Et il me semble qu'un projet comme celui qui est en train de se mettre en place à Berlin, c'est l'occasion d'étudier et d'établir des biographies d'objets, mais aussi des biographies d'images. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Professor Krings. I have to switch to English because my French, I think, would offend you and everything and everyone in the audience. So I thank you once again in English for your contribution, which has widened the horizon even further and included a view on territories which also the Thesaurus project will take into focus outside of the so-called centers of the usual view of this study of the reception of antiquity, Rome or Paris. And so the south of France will also be in the focus of our project. And also pointing to the importance of the written sources, in particular correspondences, which certainly will have to be taken into account looking at the focus of the Thesaurus, which is put on the visual sources. And yeah, that's will be another challenge to get these two parts of the source material together and to mm-hmm. to interpret them to mutually. To So thank you once again. Den letzten Teil der Arbeit des Programms würde Frau de Coutreau moderieren. Insofern übergebe ich ihr das Wort. Genau, also danke sehr, Herr Strauch. Ich übernehme also die Moderation für den letzten Teil dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich noch einmal schon sehr herzlich bei den bisherigen, also bei unseren drei Rednerinnen und möchte zunächst einmal Christina Ruggiero kurz vorstellen. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, deutschen, neueren deutschen Literaturwissenschaft und Byzantinistik in Freiburg, im Breisgau, wurde Frau Ruggiero mit einer Arbeit über barocke Kardinalsgrabmäler in Rom zwischen 1650 und 1750 promoviert und ist für uns eine sehr große Chance, seit Mai 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Akademieprojekt Antiquitatum Thesaurus. Ich will einfach vielleicht auch gerade aus Zeitmangel ihre sehr reiche Laufbahn nur kurz beschreiben. Also sie hat in der Bibliotheca Hertziana gearbeitet, auch in München, wo sie auch ein Projekt geleitet hat zur Rezeption der Hadriansvilla zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Und heute wird uns Christina Ruggiero einen ersten Einblick in die ersten Arbeiten einfach am Thesaurus. Und wir sind sehr gespannt, Christina. Ich habe für heute Abend ein Objekt ausgewählt, das meiner Meinung nach am besten die breite Auslegung des Begriffs Kuriosität bedient. Es löste nämlich große Begeisterung als geheimnisvolles Artefakt aus und förderte somit die Curiosité intellectuelle einiger bedeutender Gelehrter des 17. und 18. Jahrhunderts, sowohl wegen seiner Ikonografie als auch seiner Funktion.
Darüber hinaus hat es auch eine interessante Sammlungsgeschichte bzw. eine verhältnismäßig umfangreiche grafische Tradierung. Die französische Nationalbibliothek bewahrt seit 1797 in ihrer Münzen-, Medaillen- und Antikenabteilung unter der Inventarnummer Bronze 1885 ein Objekt auf, das die Institution in ihrer Objektdatenbank als Element de Char, vermutlich eine Passegide, das heißt ein Wagenzubehör, um beispielsweise die Zügel eines Streitwagens in Position zu halten, klassifiziert und im 4. Jahrhundert datiert. Dieselbe Institution aber in ihrer Bilddatenbank führt das Objekt auf als Clé de Fontaine, Brunnenwasserhahn aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Bevor ich auf seine Überlieferung und Rezeptionsgeschichte eingehe, möchte ich unseren Kandidaten kurz beschreiben. Es besteht aus einem Würfel mit einem Knauf in Form eines Kubektaeders sowie aus zwei seitlichen mit Schwanenköpfen endenden Griffen. Von der dekorierten Vorderseite unterscheidet sich die unverzierte Rückseite. Sechs Dreiecke des Polyeders sind mit Blumen und zwei Quadrate sind mit hängenden Theatermasken graviert. Der obere Rand, also ich habe jetzt eine Zeichnung daneben gestellt, weil man kann aus dem Foto natürlich die Dekoration dieses Bronzeknopf nicht so gut sehen. Ich komme aber später auf diese Zeichnung zurück, aber nur jetzt zur Veranschaulichung der Darstellung. Der obere Rand des Würfels trägt eine Inschrift in silbernen Buchstaben, Adelphi. Die Mitte des Würfels nimmt die Figur eines Theophorus, eines Lektorpriesters mit gefiedertem Kopfschmuck ein. Er ist im Begriff, sich nach vorne in Richtung eines Vogels, vermutlich einer Gans, dem heiligen Tier der Isis, zu beugen, während er mit der rechten Hand ein Musikinstrument, ein Sistrum, beziehungsweise mit der linken eine Vase, ein Situla, hält. Auf dem Boden sind Mohnblumen und im Hintergrund ein Fenster dargestellt. Den Sockel schmuckt eine kleine Jagdszene mit einem Hund, der einen Hirsch verfolgt. Schließlich weist die Unterseite eine tiefe quadratische Öffnung auf. Das Objekt ist aus Bronze gefertigt, während die figurativen Elemente aus Silbereinlagen bestehen. Die jüngste uns bekannte Darstellung des Objekts befindet sich im Band 3.1 der L'Antiquité Expliquée von Bernard de Montfaucon. Der Kontext der übergeordneten Tafel und des entsprechenden Kapitels behandelt Landhäuser, Maison de Campagne, Gärten und deren Wasserversorgung durch Leitungen und Zierbrunnen in der Antike. Montfaucon scheint, wie oft, das originale Werk nicht gekannt zu haben. Alle für ihn relevanten Informationen um das Objekt stammen in diesem Fall eindeutig aus Le Cabinet de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, einen Sammlungskatalog der Pariser Abtei aus dem Jahre 1692, die damals den Bronzeknauf besaß, wie aus der Bildunterschrift in Montfaucons Tafel zu entnehmen ist. Das haben wir schon gehört, dass er immer die Quellen angibt. Ausschließlich diese Publikation, die von der Pariser Abtei, muss Montfaucon als Bild- und Textvorlage gedient haben. Besonders bei der Abbildung sind die Ähnlichkeiten wegen der strengen Frontalansicht unverkennbar. Der Herausgeber des Sammlungskatalogs, Claude Dumoulinet, behandelt das Objekt zusammen mit anderen Werken im Besitz der Abtei im Kapitel Antiquité de la Religion des Égyptiennes. Dort referiert er über den Besitzer des Artefakts, den französischen Gelehrten Nicolas Claude Fabry de Peiresque, und über die Existenz einer Zeichnung des Bronzeknaufs in einem Konvolut mit weiteren Darstellungen des Objekten aus der Sammlung Peiresque. Diese Konvolut sind zwei Bände, befindet sich heute in der BNF als Cabinet de Peiresque inventarisiert. Er referiert weiter über die Zeichnung, über die Bezeichnung des Artefakts als Clé de Fontaine, ausgehend vom lateinischen Begriff Epistomium bzw. Manubrium Epistomi, also Schlüssel, Wirbel oder Zapfen eines Hahns, mit einem Hinweis auf die entsprechende Stelle bei Vitruv. Des Weiteren meinte er, dass der eingravierte Name Adelphi der des Maître de la Fontaine, also des Besitzers des Stückes, gewesen sein könnte. Und zuletzt nennt er eine frühere Darstellung des Bronzeknaufs bei Lorenzo Pignoria. Ich komme später darauf zu sprechen. Was war aber
aus dieser Zeit hervorgegangen, als sich der Bronzeknauf in Aix-en-Provence im Cabinet de Curiosité von Peiresc befand. Der Zeichner, der für Peiresc arbeitete, hatte sichtlich eine völlig andere Bildauffassung vom Epistomium Ereum, wie man in der beigefügten griechischen bzw. lateinischen Inschrift lesen kann. Zwei auf den Trägerblatt montierte Aquarelle zeigen das Stück frontal bzw. leicht gekippt und von unten. Von einer intensiven Beschäftigung mit dem Gegenstand zeugen auch die darunter aufgeführten Quellenangaben mit Zitaten nach 6 antiken Autoren, die sich mit der Funktion der Epistomei auseinandergesetzt hatten. Unter ihnen Vitruv, Philander, Seneca, Varro. Peiresc ist der erste bezeugte Besitzer des Objektes. Wenn auch über dessen Herkunft und Erwerb nichts bekannt ist. Weitere Informationen zur Rezeptionsgeschichte des vermeintlichen Epistomiums liefern Passagen aus dem umfassenden Schriftverkehr, den Peiresc mit vielen internationalen Kollegen führte. Daraus ist zu entnehmen, dass es womöglich eine andere Zeichnung des Bronzeknaufs gegeben haben muss. Diese soll Peiresc dem befreundeten paduanischen Gelehrten Lorenzo Pignoria gesendet haben, wie er Gerolamo Alejandro 1620 schrieb: La figure que j'ai donnée dans son temple à Monsieur Pignoria. Pignorias Darstellung des Epistomiums scheint Peiresc aber nicht befriedigt zu haben, da er sich in einem weiteren Schreiben über deren schlechte Ausführung beschwerte. Assai mal disegnata. Das Epistomium illustriert gleich zwei von Pignoria herausgegebene Bücher. Zum einen als Holzschnitt das Werk Vetustissime Tabule Enneae Explicatio von 1605, zum anderen als Kupferstich die Publikation Caracteres Egyptiaci, eine vom selben Autor 3 Jahre später herausgegebene neue Edition derselben Abhandlung zur Mensa Isiaca. Auf beiden Tafeln nimmt das Artefakt eine zentrale Position inmitten von 5 unterschiedlich angeordneten ägyptischen Statuetten und 3 Amuletten ein. Soweit ich sehen kann, findet sich weder im Index noch im Kommentartext einen Hinweis auf dieses Objekt, also er wird nicht behandelt im Text. Peiresc, bis zu seinem Tod Besitzer des Epistomiums, versuchte neben den detailgetreuen Aquarellen und der Erforschung der Funktion des Bronzeknaufs anhand antiker Quelle auch eine kunsthistorische Einordnung. Für Ikonografie und Datierung kam ihm eine weitere antike Quelle zur Hilfe. Peiresc stellte nämlich Parallele zwischen der auf dem Bronzeknauf dargestellten Szene und einer Illustration des Monats November aus einem Kalender, dem sogenannten Chronographen aus dem Jahr 354 nach Christus, fest. Peiresc war es 1620 gelungen, eine karolingische Kopie davon in die Hände zu bekommen. Das ermöglichte ihm Vergleiche zwischen der spätantiken Illustration des Monats November, in dem man das Hilaria-Fest feierte und die er auch beschreibt, und der auf der Epistomium dargestellten Szene zu ziehen, sowie die Identifizierung des vermeintlichen Besitzer des römischen Stadtpräfekten Claudius Adelphius. Also ich verzichte jetzt auf eine genauere Lektüre, aber in seinem Brief, er hat immer eine sehr genaue Behandlung der Objekte geliefert. Die verschiedenen Interessen und Interpretationen, aber auch die Kontakte zwischen den involvierten Personen spiegeln sich somit in den unterschiedlichen Darstellungsmodi und in der Kontextualisierung des Artefakts wider. Für Peiresc war der Bronzeknauf ein Forschungsgegenstand und wurde besonders behandelt. Er verdiente eine individuelle Darstellung bzw. das Heranziehen antiker Quellen und wurde wiederholt in der Korrespondenz thematisiert. Dadurch konnte Peiresc seine Funktion als Epistomium, eine Datierung im 4. Jahrhundert und einen Besitzer, den römischen Präfekten, ermitteln. Die wiederholten Verweise Peiresc auf ikonografische Elemente aus der nilotischen Kultur wurde maßgeblich für Pignoria und Dumoulinet, die in ihren Darstellungen den ägyptischen Kontext beibehielten. Pignoria kommentarlos, aber aufmerksam auf die großen Verhältnisse der Objekte, wahrscheinlich aufgrund einer Zeichnungsvorlage, die er von Peiresc erhielt und die vermutlich nicht mehr erhalten ist, Dumoulinet mit einem neuen Bild, wenn auch bescheiden, aber dennoch nützlich für eine Dokumentation des Objekts als Sammlungsstück, und einem Katalogeintrag
der an die Ergebnisse Peiresc angelehnt ist. Schließlich übernahm Montfaucon weitgehend die Arbeit Dumoulinis. Der kommentierende Text wurde leicht überarbeitet, die Bildvorlage nachgestochen, mit dem Quellennachweis versehen und für seine Argumentation über die Wasserversorgung in der Antike verwendet. Wenn auch die Herkunft und die tatsächliche Funktion des Bronzeknaufs nicht endgültig geklärt sind, hoffe ich anhand der Fallstudie und trotz der Kürze gezeigt zu haben, welches Potenzial die Kette grafischer Überlieferungen des 6 und 700 für die Identifizierung, Datierung, Klassifizierung, Einordnung und Erforschung antiker Artefakte bis heute innewohnt. Der Thesaurus wird in seiner Datenbank umfangreiches grafisches Material bereitstellen und damit die idealen Voraussetzungen für das Studium der Antike und ihrer Rezeption im 17. und 18. Jahrhundert schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Christina, für diesen wirklich sehr aufschlussreichen Einblick in die wissensgeschichtlichen Erträge, die wir uns von dem Thesaurus-Projekt auch erhoffen dürfen. Ich gehe jetzt gleich zum letzten Beitrag von heute Abend über, und zwar zum Einblick in die digitale Struktur unseres Projektes. Ein Einblick, den uns Timo Strauch geben wird. Timo Strauch studierte Kunstgeschichte und mittelalterliche Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin und an der Sapienza in Rom. Das haben wir auch gehört. Sein besonderes Interesse gilt der Architektur. Promoviert wurde er mit einer Arbeit über die Traktatsammlung des Malers und Architekten Antonio da Faenza. Über 10 Jahre war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance, von dem wir auch gehört haben. Und seit März 2021 leitet er die Arbeitsstelle des Thesaurus-Projektes an der Berliner Akademie der Wissenschaften. Wir freuen uns also sehr auf den Beitrag von Timo Strauch. Zum Abschluss des Abends möchte ich Ihnen noch die Grundzüge der digitalen Strategie des Antiquitatum Thesaurus vorstellen. Denn das zentrale Medium der Vermittlung unserer Arbeitsergebnisse soll eine Online-Plattform sein. Deren Herzstück wiederum ist eine Datenbank, in der alle erschlossenen Metadaten und die digitalen Reproduktionen der antiken Artefakte und ihrer frühneuzeitlichen visuellen Tradierung erfasst und gespeichert werden. Objekt- und Bilddatenbanken zu Antiken und ihren Rezeptionen gab und gibt es, wie Sie wissen, bereits einige. Jede von ihnen hat ihre jeweils eigene Geschichte und einen jeweils anderen epistemologischen Ansatz und gelangte daher unter verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen zu jeweils selbstständigen technologischen Lösungen. Die daraus resultierende Vielfalt könnte auf den ersten Blick als Problem angesehen werden. Aber eine jeweils projektspezifische Datensammlung ermöglicht andererseits einen weitgehend autonomen Zugriff auf den eigenen Forschungsgegenstand und erleichtert auch die Entwicklung bzw. Anwendung neuer Methoden. Kaum eines der älteren Datenbankunternehmen zur antiken Rezeption hatte von Beginn an eine so langfristige Perspektive wie der auf eine Laufzeit von 24 Jahren angelegte Thesaurus, auch wenn einige mittlerweile auf eine noch längere Geschichte zurückblicken können. Von besonderer Bedeutung sind daher bereits bei den allerersten Entscheidungen Nachhaltigkeit und Stabilität in Bezug auf die Wahl von Technologien im Backend einerseits und Flexibilität in Bezug auf die Wahl der Gestaltung des Frontends andererseits. Hinzu kommen die Anwendung von mittlerweile etablierten Standards und Schnittstellen sowie die offene Lizenzierung und Zugänglichkeit der eigenen Forschungsdaten, um in Zeiten von Linked Open Data zukünftig zum Beispiel alle einschlägigen digitalen Angebote miteinander vernetzen zu können. Um diesen Anforderungen, wie sie auch die Initiative für eine nationale Forschungsdateninfrastruktur formuliert, gerecht zu werden, haben wir für den Thesaurus die folgende Strategie entwickelt. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Stabilität gehen wir eine Partnerschaft mit der Universitätsbibliothek Heidelberg ein. Als tragende Säule der DFG-geförderten Fachinformationsdienste Art Historicum Net für Kunstgeschichte und Propyläum für Altertumswissenschaften bietet die UB Heidelberg eine in zahlreichen Anwendungen und Kooperationen erprobte und auf Dauer angelegte digitale Infrastruktur für das Backend der Thesaurus-Datenbank.
In der Digitalisierungsplattform D-Work sind zahlreiche der für den Arbeitsplan des Thesaurus zentralen Druckwerke des 17. und 18. Jahrhunderts bereits heute in vorbildlicher Form zugänglich und basiserschlossen. Weitere Quellenkonvolute werden im Laufe der Kooperation mit dem Thesaurus folgen. Die Objekt- und Bilddatenbank HeightEcon wird dem Thesaurus als Instrument der Datenerfassung dienen. Die relationale Datenbank wird derzeit mit der Software EasyDB betrieben. Das Datenmodell von HeightEcon und die Software sind beide so generisch konzipiert und implementiert, dass sie einer großen Bandbreite an Themen gerecht werden können, insbesondere auch den potenziellen Komplexitäten von Gegenständen des kulturellen Erbes, wie der Thesaurus sie bearbeiten wird. Ins Datenmodell eingebunden sind Normdaten der GMD und weiterer Autoritäten. Außerdem ist es in großen Teilen auf das Datenaustauschformat LIDO gemappt, sodass normierte Datenexporte an Aggregatoren wie die Deutsche Digitale Bibliothek, die Europeana oder das Grafikportal möglich sind. Darüber hinaus sind die HeightEcon-Daten über eine API im vollen Umfang abrufbar. Schließlich sind alle Daten aus HeightEcon und D-Work in ein leistungsfähiges Backup- und Langzeitarchivierungssystem eingebunden. Von diesen Rahmenbedingungen kann der Thesaurus vollumfänglich profitieren. Dass der aktuelle Stand dabei keineswegs statisch ist, sondern sich in permanenter Weiterentwicklung befindet, konnten wir in den vergangenen Wochen bereits erfahren. Und die partnerschaftliche Kooperation zwischen Thesaurus und UB Heidelberg eröffnet uns auch die Möglichkeit, an dieser Entwicklung aktiv mitzuwirken. Zum Beispiel bei der Gestaltung der engeren gegenseitigen Integration von HeightEcon Datenbank und D-Work Digitalisaten. Aber der Thesaurus möchte auch als eigenständiges Forschungsvorhaben erkennbar sein und für seine Inhalte auch eine eigene adäquate Vermittlungsumgebung anbieten. Im Team des Thesaurus sind daher zwei Positionen für die DH- bzw. IT-Aufgaben vorgesehen, die mit Jonas Engelmann und Nils Hempel mit kompetenten Kollegen besetzt werden können. Beide entwickeln derzeit eine erste Version des Thesaurus Frontends, das geeignet ist, Bilder und Metadaten der antiken und der frühneuzeitlichen Bildquellen in einer benutzerfreundlicheren und intuitiveren Weise darzustellen und recherchier- und navigierbar zu machen, als die auf den Datenbank-Experten ausgerichtete EasyDB von HeightEcon. Auch die Frontend-Entwicklung ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und setzt daher nicht unmittelbar auf den Datenoutput der EasyDB-API auf. Vielmehr entsteht eine sogenannte Middleware, die zwischen die API und das Frontend geschaltet wird. Innerhalb der Middleware können die von HeightEcon ausgelieferten Rohdaten nach Thesaurus-Kriterien umstrukturiert und gegebenenfalls mit weiteren Daten aus externen Ressourcen angereichert werden, bevor sie ins Frontend zur Anzeige weitergereicht werden. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass das Thesaurus Frontend leichter an Änderungen im Backend, etwa eine neue Version der API, angepasst werden kann. Nachdem das Frontend eine erste leistungsfähige Ausbaustufe erreicht hat, werden über die Middleware außerdem die Thesaurus-Daten auch in einer CDOC-CRM-kompatiblen ADF-Modellierung ausgeliefert werden. Selbstverständlich werden die Softwarekomponenten, die für den Thesaurus entwickelt werden, als Open Source publiziert und stehen somit beispielsweise auch anderen Anwendern der EasyDB zur eigenen Nachnutzung zur Verfügung. Die folgenden Folien sollen einen Eindruck vom aktuellen Stand der Frontend-Entwicklung vermitteln. Obwohl es sich bereits um eine in lokaler Umgebung laufende Browseranwendung mit Live-Zugriff auf die Thesaurus-Daten aus der HeightEcon EasyDB handelt, zeige ich Ihnen dennoch lediglich Screenshots, damit uns eventuelle Fehlfunktionen hier nicht unnötig aufhalten. Natürlich sind darüber hinaus viele Details des Designs noch nicht finalisiert. Die Anzeige eines Suchergebnisses in der vertrauten Form von übersichtlichen Thumbnail-Kacheln wird in einem auf Objekte und deren Abbildungen ausgerichteten Projekt sicher die Standardansicht sein. Die Anzeige eines einzelnen Objekts rückt ebenfalls das Foto in den Vordergrund. Aber die zugehörigen Metadaten werden ebenso unmittelbar einsichtig sein wie die mit dem Objekt in Beziehung stehenden weiteren Datensätze. Hier der Ihnen bereits vertraute Bronzeknauf mit den zugehörigen Bildquellen von Pignoria bis Montfaucon. Beim Wechsel zu Montfaucons Illustration werden sowohl der Bronzeknauf als auch Dumoulinets Kupferstich als Montfaucons Vorlage angezeigt. Hierzu fehlt derzeit noch die Anzeige der entsprechenden Attribute zur konkreten Art der Beziehung, also zwischen den beiden Abbildungen und der Abbildung und dem Objekt, die aber in der Datenbank bereits angelegt sind.
Stellen Sie sich außerdem vor, dass Sie vom fokussierten Ausschnitt der Einzelabbildungen bereits an dieser Stelle herauszoomen können, um den Kontext der gesamten Tafel zu betrachten und zu den anderen darauf abgebildeten Objekten navigieren zu können. Neben diesen Grundfunktionen im Umgang mit den vom Thesaurus erschlossenen und miteinander in Beziehung gesetzten Bildern und Objekten möchten wir aber zukünftig auch andere explorative Zugänge zu den Daten bieten. Dafür wird die Homepage des Projekts schrittweise um weitere Seiten und Inhalte erweitert werden. So möchten wir beispielsweise Gegenstände oder Fundstücke mit kurzen monographischen Blogbeiträgen präsentieren. Der Bronzeknauf wird auch dazu ab morgen den Auftakt bilden. Den roten Faden des Vorhabens Morphopons L'Antiquité Expliquée werden wir einen besonderen Bereich widmen, der mit fortschreitender Erschließung Stück für Stück auch außerhalb der Datenbank ausführlicher gewürdigt werden. Angedacht sind verschiedene Zugänge und Visualisierungen zu seinen Quellen und Vorlagen, wie beispielsweise diese Word Cloud, die statistische Häufigkeit seiner Quellenangaben abbildet. Zum einen, wie hier über die gesamten 15 Bände hinweg oder wie hier Band für Band. Diese Wolken werden in einem zweiten Schritt mit der Auflösung der Quellenangaben hinterlegt und schließlich wird auch auf diesem Weg der Sprung in die Datenbank oder die Digitalisate möglich sein. Damit kommen wir zum Schluss unserer kurzen Einblicke in die noch junge Praxis der Forschungsarbeit des Thesaurus und in seine digitale Strategie. Wir laden Sie ein, regelmäßig bei uns vorbeizuschauen. Über den Fortschritt unserer Arbeiten werden wir Sie in Kürze auch mit einem Thesaurus-Twitter-Kanal auf dem Laufenden halten. Aber zunächst stehen Christina und ich und auch alle anderen Referenten nochmal für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.